Meine Damen, meine Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe alle, im Namen meiner Mitstreiterinnen und meines Mitstreiters, der sitzt da vorne, darf ich Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Abend begrüßen, ein Abend, der ja zu den Feierlichkeiten unserer Universität gehört. Ich bin Professor für Ernährungsphysiologie an dieser Universität. Mein Name ist Peter Steele und ich habe die Ehre, heute durch diesen Abend zu moderieren. Natürlich habe ich auch zuvor die Ehre, Sie natürlich im Namen der Universität zu begrüßen. Vielleicht sind Sie ja schon öfters Gäste gewesen in diesen Veranstaltungen. Wir haben das ja inhaltlich das ganze Jahr über besetzt mit solchen Veranstaltungen und haben das eingeteilt in 4 Quartale. Wenn Sie das kleine Heftchen schon mal gesehen haben, haben Sie es gelernt. Und dieses Quartal von April bis Juni nennt sich Nachhaltigkeit. Ich meine, ein Modewort, glaube ich, heutzutage, aber auch ein wichtiges Modewort. Und neben Umwelt und anderen Dingen gehört, glaube ich, auch das Thema Ernährung dazu. Ernährung ist natürlich auch etwas, was mit Nachhaltigkeit verbunden ist in der Produktion von Lebensmitteln, auch nachhaltig für uns selber, glaube ich, oder? Wir wollen ja auch nachhaltig leben und lange leben in der Regel. Und dazu gehört natürlich auch eine entsprechende Ernährung. Und das soll heute Thema sein. Das Thema sehen Sie hier am Board dargestellt, also zunächst mal unser Institut und dann hier die entsprechende Darstellung Ernährung in verschiedenen Lebensabschnitten. Das möchten wir heute mit Ihnen bearbeiten. Euch bedeutet, also wer alles mitmacht, das sind hier meine Doktorandinnen des Institutes des Arbeitskreises und ein Doktorand. Sie sehen, Ernährung ist im Prinzip bei uns zumindest im Institut relativ weiblich, aber auch Männer ernähren sich, wie wir ja wissen. Ja, wir haben also 6 Doktorandinnen, die hier nachher alles hier übernehmen werden. Ich moderiere, wie gesagt, und Yannick hat viel mit den Folien zu tun gehabt und auch die Technik gemacht, das sei schon vorneweg gemacht. Die Damen und der Herr ist ein bisschen aufgeregt, aber wir werden das gemeinsam schaffen, glaube ich, oder? Bin ich mir sicher. Wie wollen wir das machen? Ernährung in verschiedenen Lebensabschnitten, also Hintergrund ist, dass wir Ihnen erzählen wollen, wie es denn zu solchen Empfehlungen kommt, warum wir sagen, Sie sollen das und das tun und wie sich das möglicherweise auch letztendlich über die Lebenszeit ändert. Die Ernährung muss sich ja auch irgendwo anpassen, ob sie jetzt 1 Jahr, 10 Jahre, 15 Jahre oder 80 Jahre alt sind. Ich meine, da kommt es ja auch noch dazu, dass der Stoffwechsel sich verändert. Das wollen wir Ihnen alles darlegen und wir möchten das so weit wie möglich auch interaktiv machen. Wir haben das Ganze in 3 Teile letztendlich untergliedert. Im ersten Teil geht es darum, dass wir Ihnen gerne mal beibringen wollen, was wir eigentlich bewerten. Wie wir das eigentlich feststellen, dass ein Mensch ordentlich ernährt ist, dass er den richtigen Status hat, dass er keine Mangelerscheinungen aufweist und so weiter, wie viel Energie er braucht. Das wollen wir Ihnen im ersten Abschnitt im Prinzip darstellen. Und dazu gibt es auch 3 Videos, die wir bei uns im Arbeitskreis gedreht haben. Da finden Sie dann auch alle wieder, die hier draußen sitzen. Und zu diesen einzelnen Videos werden dann auch 2 der Damen Ihnen noch nachfolgend ein paar Folien zeigen, die das dann ganz im Zusammenhang auch in Abhängigkeit von Alter, von Lebensbedingungen darstellen, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, was eigentlich tatsächlich Wissenschaft ist in der Ernährung. Ich meine, wir brauchen nicht darüber philosophieren, dass heutzutage ja jeder und jede meint, er könnte etwas über Ernährung sagen. Und wenn es die Köche sind, die in den regelmäßigen Kochshows irgendwelche Sprüche von sich lassen. Ja, also wir möchten einfach dazu beitragen, dass Sie mal ein bisschen verstehen, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist, die wir machen und dass die Ernährungswissenschaft auch relativ komplex ist und nicht so einfach, wie sich das manchmal von solchen Leuten dann darstellen lässt. Und Sie wissen ja auch, dass es 1000 verschiedene Diäten gibt, immer mal wieder ein neues Buch. Wir sind in der Zwischenzeit so weit, meine Doktorandin und Doktoranden war, glaube ich, auch, wir lesen das schon nicht mehr, weil nicht so viel drinsteht. Und das wollen wir Ihnen alles ein bisschen wissenschaftlich darstellen, damit Sie mal mitnehmen, um was es geht. Und wie gesagt, die erste Teil sind die Videos. Der zweite Teil, da werden Ihnen dann in die Videos übersetzt.
Das heißt, das, was wir dann aus den solchen Erhebungen letztendlich ableiten, da kommt dann irgendwann mal eine Ernährung zustande. Und eine Ernährung, die wissenschaftlich fundiert ist, und da gibt es dann auch solche Hilfsmittel, bildliche Hilfsmittel, grafische Hilfsmittel. Und die möchten wir Ihnen dann vorstellen, wie das zustande kommt, was das alles bedeutet, die Farben, die da drauf sind, die Bildchen. Das wird dann der zweite Teil sein. Und am dritten Teil, da kommt dann das zu, werden Sie dann das sehen, was hier auf dem Tisch steht. Da wollen wir mal mit drei Altersgruppen mal ein bisschen beleuchten an einer Mahlzeit, was sich denn so über die Alterszeit verändert. Da sollen Sie natürlich auch mitmachen. Apropos, nach jedem Teil werde ich als Moderator Sie natürlich auch einbinden in diese Geschichten. Und wenn Sie dann an uns Fragen haben, dann sollten Sie auch die Fragen stellen. Dazu sind wir da. Wir möchten das nicht alles alleine machen. Wir möchten das gerne mit Ihnen zusammen machen. Sind Sie damit einverstanden? Ist die Tagesordnung akzeptiert? Muss ich ja immer fragen bei allen Sitzungen. Oder hat noch jemand Ansprüche, andere Tagesordnungen zu machen? Vielleicht noch ein Hinweis. Die Veranstaltung wurde ja auch im GEA-Generalanzeiger angekündigt. Und da muss ich sagen, dass der Text nur einen ganz kleinen Teil widerspiegelt, was wir heute machen. Ich hoffe, Sie sind deswegen nicht enttäuscht, aber über Superfruits, wie da manchmal überall steht, da werden wir natürlich auch etwas sagen können, wenn Sie auch danach fragen. Aber in der Wissenschaft gibt es keine Superfruits und solche Foods und so weiter. Das sei nur mal zwischendurch erwähnt. Gut, sind wir fertig? Dann fangen wir, wie gesagt, mit Teil 1 an. Und überschrieben mit Methoden zur Beurteilung des Ernährungsstatus. Drei Videos. Beim ersten Video werden Saskia Meyer und Katharina Austermann hier jetzt vortreten und nachdem das Video dann gelaufen ist, entsprechende Kommentare abgeben. Bitte schön. Ernährungszustand ist ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitszustands einer Person. Der Ernährungszustand selbst ist das Ergebnis aus der Bilanz zwischen der Aufnahme und dem Verbrauch an Energie und Nährstoffen. Wir zeigen deshalb die fünf grundsätzlichen Messmethoden, um die Körperausmaße einer Person zu vermessen. Dies wird unter dem Begriff Anthropometrie zusammengefasst. Die leichteste und am schnellsten angewandte oder auch bekannteste Messmethode ist die Messung vom Körper und von der Körpergröße und vom Gewicht. Die Messung ist schnell erklärt. Die findet in leichter Kleidung statt und die wird doppelt durchgeführt. Dafür steigt die Person auf die Waage. Wir haben hier eine Waage direkt mit einer Längenmessung integriert und stellt sich ruhig auf die Waage, macht den Rücken gerade und an der Messskala wird die Körpergröße abgelesen. Im Anschluss daran kann dann aus dem gemessenen Gewicht und aus der gemessenen Größe der Body Mass Index berechnet werden. Der ist eine erste Größe, um einzuschätzen, hat eine Person Übergewicht oder Untergewicht oder liegt man im Bereich des Normalgewichts. Allerdings darf man die Aussagekraft auch nicht überbewerten. Zum Beispiel für Kraft- und Leistungssportler, für sehr alte und sehr junge Personen macht die Messgröße wenig Aussagen. Und man sollte noch zusätzliche Größen bestimmen, zum Beispiel die Körperzusammensetzung, also den Fettgehalt. Oder Umfangsmessungen machen, um den Bauchumfang oder den Taillenumfang zu haben. Der BMI bestimmt sich aus dem Gewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Mit Hilfe des BMI lässt sich das Gewicht einer Person schnell und einfach einschätzen. Wir zeigen euch jetzt die Körperumfangsmessung. Das sind sehr schnell und leicht durchführbare Messmethoden, um die regionale Körperfettverteilung festzustellen. Der BMI als alleinige Größe ist wenig aussagekräftig. Der macht keine Aussagen, ob man jetzt eine sehr hohe Fettmasse oder eine sehr hohe Muskelmasse hat oder wie das Fett im Körper verteilt ist. Darum werden dafür der Taille- und der Hüftumfang gemessen. Die üblichen Umfangsmessungen sind die Messung vom Taillenumfang und vom Hüftumfang. Normalerweise wird das auf nackter Haut gemacht, aber es ist zum Zeigen, machen wir es heute einfach in leichter Kleidung. Um standardisierte Ergebnisse zu bekommen, macht man immer das gleiche Messprotokoll. Man nimmt sich die Strecke zwischen dem untersten Rippenbogen und dem Hüftknochen und misst auf der Hälfte den Taillenumfang. Für die Hüftumfangsmessung nimmt man die breiteste Stelle der Hüfte, aber auf jeden Fall über dem Schambein und misst dann mit dem Bandmaß. Das Ganze macht man zweimal je Messung, damit man einen vernünftigen Wert rausbekommt und Messfehler minimiert. Und anschließend werden dann der Taillenumfang und der Hüftumfang ins Verhältnis gesetzt. Wenn das Verhältnis bei Frauen über 0,85 ist, liegt auf jeden Fall eine Apfelform des Übergewichts vor.
Bei Männern ist der Wert über 1,0 und diese Apfelform ist mit erhöhten Risiken für bestimmte Krankheiten verbunden, zum Beispiel für Diabetes, für Bluthochdruck oder für bestimmte Herzerkrankungen. Die Körperfettverteilung ist eine wichtige Information, die im BMI nicht berücksichtigt wird. Die Messung der Körperumfänge an Taille und Hüfte hilft, die Verteilung des Körperfetts abzuschätzen. Das Verhältnis der Umfänge ist gleich Taillenumfang geteilt durch Hüftumfang. Ja, also wie Sie gerade im Film schon sehen konnten, wird der BMI ja über die Bestimmung des Körpergewichts und der Körpergröße berechnet und dient dazu, unser Gewicht in die verschiedenen Gewichtsklassen, Untergewicht, Normalgewicht und Übergewicht einzuordnen. Ein wünschenswertes Gewicht hat immer ein BMI von 18,5 bis 24,9, aber viel wichtiger gerade heute für diese Veranstaltung, denn wir beschäftigen uns ja mit Ernährung in verschiedenen Lebensabschnitten, Lebenszeiten, war für uns die Frage, wie sieht denn das mit dem BMI in Deutschland in Abhängigkeit vom Alter aus? So, dann haben wir uns das einmal angeguckt, einmal für die Männer in Deutschland und da haben wir als Quelle den Ernährungsbericht 2016 verwendet und wie Sie ganz schön sehen können, steigt der BMI mit zunehmendem Alter an und Sie können auch sehen, dass nicht nur das Normalgewicht, sondern auch gerade hier ein BMI, ja, adipös 3,8 im Vergleich zu 24,7% im Alter, also das Gewicht oder der BMI steigt mit dem Lebensalter an. Ja, und ganz wichtig ist hier zu beachten, zum einen natürlich, wir schrumpfen ein bisschen, das hat jeder schon mal mitbekommen, ja, die 2-3 Zentimeter, aber wir nehmen auch an Gewicht zu. Das ist in dem Fall aber keine physiologische Reaktion des Körpers, sondern eher ein langsameres Anessen von Gewicht. Ja, dasselbe auch für die Damen. Ja, am Anfang sehen Sie hier 2,6% der deutschen Damen zwischen 18 und 20 Jahren haben ein BMI oberhalb von 30. Zwischen 60 und 64 Jahren sind das immerhin schon 20,7%. Im Alter kommt es dann auch zu einer Umverteilung des Fettgewebes hin zu den zentralen Speichern, also insbesondere den Fettdepots im Bauchraum. Und das führt dann dazu, dass der Bauchumfang zunimmt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Eine Datenerhebung aus den USA zeigt hier ganz schön, dass bei Männern im Alter zwischen 20 und 29 Jahren der Bauchumfang im Mittel bei 87 Zentimetern lag und 40 Jahre später in einem Alter von 60 bis 69 Jahren bei 101 Zentimetern. Und auch bei Frauen kann man diese Zunahme des Bauchumfangs sehr gut sehen. Der Hüftumfang hingegen bleibt nahezu konstant. Hier sieht man, wie sich der Bauchumfang über das Lebensalter verändert. Hier sieht man bei den Männern, dass es die Zunahme hauptsächlich bis zum 50. Lebensjahr gibt und er danach eher konstant bleibt. Und bei den Frauen hat man die Zunahme zwischen dem 40. und dem 70. Lebensjahr und hier hauptsächlich ab dem 50. Lebensjahr aufgrund der hormonellen Veränderungen in der Menopause. Ja, meine Damen, herzlichen Dank. Wir diskutieren ja dann hinter den drei Videos. Wir machen ja noch weiter mit dem Status und den Untersuchungen, die wir immer anstellen. Aber Sie sehen, was ist passiert über das Alter? Die meisten Menschen werden einfach dicker. Die Frage ist, ob das normal ist oder nicht. Also physiologisch ist es auf jeden Fall nicht. Und wir müssen natürlich dann, wenn wir über Ernährung reden, auch in verschiedenen Lebensabschnitten, natürlich mal drüber nachdenken, wenn wir da Empfehlungen geben, wie wir das auch letztendlich verhindern können, dass es so wird. Also ich meine, ein großes, hohes Körpergewicht ist von vielen einfach nicht so gern gesehen. Die Frage ist, warum kann man das vielleicht nicht verhindern oder was kann man tun, dass man es verhindern kann. So, wir kommen zum zweiten Video. Silke Drommen und Christina Diekmann werden das hinterher vorstellen, wenn das Video vorbei ist. Und ich klicke jetzt einfach weiter und bitte schauen Sie zu. Der BMI allein ist wenig aussagekräftig. Personen können zum Beispiel das gleiche Gewicht und die gleiche Größe aufweisen, aber eine ganz unterschiedliche Körperzusammensetzung haben.
Dabei wird zwischen der Fettmasse und der fettfreien Masse unterschieden. Die Körperzusammensetzung ist ein wichtiger Bestandteil vom Ernährungszustand. Die unterteilt sich in die fettfreie Masse und in die Fettmasse. Und es gibt viele verschiedene Methoden, um die Körperzusammensetzung zu messen. Die einfachste ist die Messung vom elektrischen Widerstand, den der Körper gegenüber einem Strom ausübt. Das ist die sogenannte bioelektrische Impedanzanalyse, die wir jetzt hier machen. Dafür werden am Körper zwei Elektroden an der Hand und zwei Elektroden am Bein angebracht. Es wird ein leichter Strom durch den Körper fließen gelassen. Und dieser setzt dem dann Widerstand entgegen. Vor allem Muskulatur, Blut und Organe haben einen sehr geringen Widerstand, weil die hohen Wassergehalt haben. Knochen und die Fettmasse setzen dem Strom einen sehr hohen Widerstand entgegen. Die Werte, die man bei der Messung herausbekommt, werden in eine Formel eingesetzt und man berechnet danach die Fettmasse und die fettfreie Masse. Und die Werte sind dann sehr gut, um wieder einzuschätzen, wie ist der momentane Gewichtszustand einer Person, ist es ein Übergewicht, ist die Person gerade sehr gut trainiert und hat einen hohen Muskelanteil und man kann hieraus dann auch noch zum Beispiel Energieverbrauch einer Person bestimmen. Für die Messung ist wichtig, dass man die immer unter gleichen Bedingungen macht. Und hierbei sollte man darauf achten, dass man die zum Beispiel auch morgens macht, dass man vor der Messung nichts trinkt und auch nichts isst und dass die Messung im liegenden Zustand durchgeführt wird. Im Stehen verändern sich die Körperflüssigkeiten und das Messergebnis wird stark beeinflusst. Die Densitometrie ist eine weitere Methode, um die Körperzusammensetzung zu bestimmen. Dabei wird die Körperdichte gemessen. Das funktioniert so, dass man zuerst sehr genau das Körpergewicht bestimmt. Wir haben hier eine Waage, die kann bis auf 1 Gramm genau das Körpergewicht messen. Und anschließend setzt man sich in den sogenannten BODPOT. Das ist ein Gerät, womit das Körpervolumen sehr genau bestimmt wird. Das funktioniert so, dass dort zwei Druckkammern drin sind. Von der einen Druckkammer kennt man das Volumen. In die andere Druckkammer setzt sich die Person rein und verdrängt eine gewisse Menge Luft. Dadurch wird das Volumen in der zweiten Druckkammer verändert und über eine Gleichung kann dann das Körpervolumen bestimmt werden. Aus dem Körpervolumen und dem genauen Körpergewicht berechnet sich die Körperdichte. Und da für jeden Menschen die Dichte an Fettmasse und an fettfreier Masse konstant ist, kann man daraus dann sehr genau auf die Körperzusammensetzung schließen. Noch genauer als zum Beispiel bei der elektrischen Impedanzanalyse. Und die Methode funktioniert dabei auch noch viel schneller. Problem hierbei ist natürlich der Kostenpunkt. So ein Gerät ist nicht ganz billig in der Anschaffung. Dafür ist es für größere Studien und für viele Patienten sehr gut geeignet. Die Körperzusammensetzung lässt sich schnell und einfach durch verschiedene Messverfahren ermitteln. Die elektrische Widerstandsmessung, BIA, misst den Wassergehalt des Körpers. Hieraus wird die Fettmasse und die fettfreie Masse berechnet. Beim sogenannten BODPOT wird das Gewicht und das Volumen sehr genau gemessen und dadurch die Dichte des Körpers bestimmt. Anhand der Fettmasse und der fettfreien Masse lässt sich gut einschätzen, wie der Ernährungszustand einer Person ist. Genau, dann kommen wir jetzt zur Körperzusammensetzung. Und wie meine Kollegin Katharina gerade eben schon erwähnt hat, ist der Alterungsprozess auch mit qualitativen und quantitativen Veränderungen der Körperzusammensetzung verbunden. Wie man hier auf der Grafik sehr schön sehen kann, kommt es altersbedingt mit steigendem Alter zu einer Zunahme der Fettmasse. Und die Zunahme der Fettmasse ist auch mit einer Umverteilung der Fettmasse verbunden. Das heißt, zuvor überwiegend peripher gespeichertes Fett wird jetzt überwiegend in zentralen Speichern gespeichert. Und das heißt, dass zunehmend Fett im Bauchraum gespeichert wird. Neben der Veränderung der Fettmasse ist auch die fettfreie Körpermasse verändert im Alter und hier kommt es zu einer deutlichen Abnahme der Muskelmasse. Und man kann ungefähr sagen, dass zwischen der dritten und achten Lebensdekade circa die Muskelmasse um die Hälfte reduziert ist. Das bedingt dann auch das steigende Risiko für altersassoziierte Sarkopenie. Was bedeutet der Begriff Sarkopenie? Das beschreibt den altersbedingten Verlust der Muskelmasse. Und hier kann man sagen, dass ab dem 50. Lebensjahr pro Jahr ca. 0,5-2% der Muskelmasse reduziert wird. Das kann man hier auf den Abbildungen auch sehr schön sehen, dass es zu einer Umwandlung des Gewebes kommt und das Bindegewebe deutlich zunimmt. Gleichzeitig nimmt auch die Muskelkraft ab. Und hier ist es so, dass zwischen der dritten und achten Lebensdekade die Muskelkraft ungefähr zwischen 30-50% abnimmt. Dadurch bedingt es dann auch eine Verringerung
der der Mobilität und die Sturzgefahr nimmt im Alter deutlich zu. Auf der nächsten Folie ist dann die Veränderung des Wassergehalts im Körper dargestellt. Hier kann man sehen, dass der Säugling ca. aus 75% aus Wasser besteht und während des Alters kommt es zu einer deutlichen Abnahme des Wassergehalts und wodurch auch Störungen im Wasserhaushalt steigen, was halt auch zu Dehydratation führen kann. Genau. Zudem kann man die Körperzusammensetzung auch durch Sport beeinflussen, wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen. Und zwar ist es so, dass man durch Sport die fettfreie Masse im Körper steigert. Das heißt, es kommt zum Muskelwachstum, dadurch nimmt die fettfreie Masse zu. Und gleichzeitig haben wir eine Abnahme der Fettmasse. Es ist allerdings so, dass sich das Gewicht in unterschiedliche Richtungen verhalten kann. Beim Beispiel habe ich jetzt hier gewählt, Beispiel männlich 30 Jahre. Hier ist das Gewicht gleich geblieben, lediglich die Körperzusammensetzung hat sich verändert. Unsere Person hat 20% Körperfett zu Beginn des Trainings und reduziert dieses auf 10% Körperfett. Entsprechend steigert sich die Muskelmasse auf 90%. Das bedeutet also, unsere Testperson hat sehr intensiv Sport getrieben, wahrscheinlich sehr viel Krafttraining und hat sehr viel Muskelmasse aufgebaut. Es kann allerdings auch sein, dass sich das Gewicht erhöht durch Sport. Das würde beispielsweise dann passieren, wenn wir sehr viel Energie aufnehmen, mehr als wir tatsächlich verbrauchen. Dann würde sich die Muskelmasse unter der Fettmasse aufbauen. Das heißt, wir würden durch unseren Sport auch kein Fett verlieren und dementsprechend eben an Gewicht zulegen. Und wiederum kann es auch sein, dass sich das Gewicht durch Sport verringert. Beispielsweise, wenn wir zu wenig Kalorien zu uns nehmen und gleichzeitig sehr viel Ausdauersport betreiben, also sehr viel Joggen gehen zum Beispiel, ist es so, dass sich die Fettmasse reduziert und gleichzeitig auch die Muskelmasse, was wir eigentlich nicht erwünschen, aber das kann dann sein. Und entsprechend würde sich das Gewicht dadurch verringern. Wie Sie also sehen, ist die Veränderung der Körperzusammensetzung durch Sport abhängig von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Ernährung und natürlich auch dem Alter, weil Menschen im höheren Alter werden wahrscheinlich nicht so viele Trainingserfolge erzielen können wie jüngere Personen im Vergleich, was jetzt die Veränderungen der Körperzusammensetzung angeht. Hier sehen Sie mal die Einteilung der Fettmasse, wie wir sie auch austeilen, wenn wir beispielsweise den Bodypod bei unseren Probanden machen im Institut. Die Einteilung ist alters- und geschlechtsspezifisch. Frauen haben physiologisch einen höheren Fettanteil als Männer. Und auch im Alter liegt ein höherer Fettanteil vor als in jüngeren Jahren, weswegen die Prozentzahlen hier etwas nach oben abweichen würden. Ich habe jetzt hier mal wieder unsere Testperson markiert. Zum Trainingsbeginn hatte unsere Testperson männlich 30 Jahre einen moderaten Fettanteil von 20% und reduziert diesen durch Training auf ca. 10%. Hier sagt es jetzt, dass es ein erniedrigter Fettanteil ist, das ist aber für Sportler deutlich normal. Also insbesondere Athleten trainieren auch darauf hin, dass sie dann einen erniedrigten Fettanteil haben. Also das ist hier nicht als pathologisch anzusehen. Herzlichen Dank. Sie haben zugehört, zugeschaut. Offensichtlich ist es tatsächlich so, dass wir mit zunehmendem Alter unsere Körperzusammensetzung ändern und das wird zunächst mal ganz physiologisch passieren. Das heißt, manche Abläufe sind einfach nicht von außen zu beeinflussen. Trotzdem, das Ausmaß dieser Abläufe, Sie haben das Wort Sarkopenie gelernt, Muskelmassenverlust im älteren Jahrgang und so weiter, da gibt es natürlich Möglichkeiten, diese physiologischen, normalen Prozesse so zu gestalten oder so zu beeinflussen, dass sie eben nicht in großem Ausmaß auftreten. Das kann man natürlich schon. Beispiel Sport haben Sie gesehen. Wenn Sie auch im höheren Alter regelmäßig zum Beispiel Kraftsport machen, dann ist es sicherlich sehr gut, letztendlich den Verlust an Muskelmasse irgendwie irgendwo zu minimieren. Letztendlich hat es dann natürlich, was die Körperzusammensetzung betrifft, auch Einfluss auf die Ernährung. Wenn Sie weniger Muskelmasse haben, dann werden Sie auch weniger Energie umsetzen. Das ist auch physiologisch. Also müssen wir dann gucken, später in unserer Veranstaltung hier, was machen wir dann, was muss sich ändern, wenn Sie in den verschiedenen Altersgruppen unterwegs sind. Dann müssen Sie ein bisschen zuschauen und gucken, was kann ich tun, damit ich eben nicht, wie so am Anfang gezeigt, dann mit so und so viel Prozent Übergewicht später mit 60, 70 nach Hause gehe. Das werden wir dann hinterher sehen. Das letzte Video kommt jetzt, da geht es um Energie, ich habe das schon ein bisschen angedeutet und das wird nachher Ellen Dresen mit Ihnen diskutieren, aber zuerst, wie Sie jetzt schon gelernt haben, das ist jetzt ja schon Tradition,
ja, gibt es dann ein Video. Bitte schön. Um eine ausgewogene Ernährung zu realisieren, sind Kenntnisse über den Energieumsatz wichtig. Im Idealfall sind die zugeführte und die verbrauchte Energie im Gleichgewicht, sodass Über- und Untergewicht verhindert werden können. Aus der Sauerstoffaufnahme und der Kohlendioxidabgabe lässt sich der Energieumsatz einer Person berechnen. Der Energieumsatz ist eine ganz wichtige Größe in der Ernährungswissenschaft. Der macht Aussagen darüber, wie viel ich am Tag verbrauche, und darüber kann man bestimmen, wie viel Nahrung man dann aufnehmen muss, um nicht übermäßig zuzunehmen bzw. abzunehmen. Nahezu sämtlichen Sauerstoff, den wir einatmen, und Kohlendioxid, das wir produzieren, wird für die Energiegewinnung bereitgestellt. Das Ganze wird mit der indirekten Kalorimetrie gemessen. Dafür wird einem Probanden eine Haube über das Gesicht gelegt und die wird luftdicht verschlossen. Und sämtliche Gase, die ausgeatmet und eingeatmet werden, werden dadurch abgesaugt und analysiert. In der Formel kann man dann die Sauerstoffkonzentration und die Kohlendioxidkonzentration einsetzen und sehr genau den Ruheenergieumsatz berechnen. Wichtig für die Messung ist außerdem noch, dass die Messung im nüchternen Zustand durchgeführt wird. Das heißt, dass man vorher nichts gegessen und getrunken hat. Das hat den Hintergrund, dass je nachdem, ob man Kohlenhydrate oder Fette gegessen hat, unterschiedlich viel Sauerstoff für die gleiche Menge Energie eingeatmet werden muss. Man kann, das heißt, über das Verhältnis von Kohlendioxid zu Sauerstoff genau berechnen, was gerade verstoffwechselt wird. Im Ruhezustand sind es meistens eigentlich nur Fette. Die Messung mit der indirekten Kalorimetrie hat den Vorteil, dass man sehr genaue Werte und sehr individuelle Werte herausbekommt. Es gibt zwar verschiedene Formeln, um den Energieverbrauch abzuschätzen. Die basieren teilweise auf dem Gewicht, auf dem Alter von der Person, auf der Körperzusammensetzung, also Fettmasse und fettfreie Masse einer Person, sind aber in den Werten sehr ungenau. Durch die indirekte Kalorimetrie kann man das auch mal viel besser abschätzen. Das wird auch teilweise deshalb in Krankenhäusern verwendet oder für ein sehr genaues Aufstellen von Ernährungsplänen. Aus dem Sauerstoffverbrauch und der Kohlendioxidproduktion wird der Energieumsatz berechnet. Das Verhältnis aus Kohlendioxid und Sauerstoff gibt an, welche Nährstoffe für die Energiegewinnung genutzt werden. Ja, im Video wurde gerade der Ruheenergieumsatz und die indirekte Kalorimetrie als eine Methode, diesen Ruheenergieumsatz zu ermitteln, vorgestellt. Hier zeige ich einmal, wie sich der Ruheenergieumsatz im Alter verändert oder über die gesamte Lebensspanne. Man sieht, dass generell ein Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht. Das ist aufgrund der physiologischen Unterschiede in der Körperzusammensetzung. Solange sich der Körper im Kindes- und Jugendalter im Wachstum befindet, wird Muskelmasse aufgebaut und der Ruheenergieumsatz steigt stetig an. Im Erwachsenenalter stagniert der Ruheenergieumsatz und im Alter sinkt er wieder ab, was darauf zurückzuführen ist, dass der Körperfettanteil normalerweise erhöht wird. Der Ruheenergieumsatz ist Teil des Gesamtenergieumsatzes. Er macht etwa 60-75% des Gesamtenergieumsatzes aus. Und weitere Teile des Gesamtenergieumsatzes ist einerseits die Energie, die zur Verstoffwechselung der aufgenommenen Nahrung benötigt wird, und die Aktivität, die für körperliche Aktivität aufgewendet werden muss. Vereinfacht werden die Energie, die für die Nahrungsverwertung benötigt wird, und die Energie für die physikalische Aktivität zusammengefasst im sogenannten PAL-Wert, Physical Activity Level ist das ausgesprochen. Und der Gesamtenergieumsatz wird dann berechnet, indem der Ruheenergieumsatz mit entsprechenden PAL-Werten multipliziert wird. Für verschiedene Zielgruppen gibt es unterschiedliche PAL-Werte, das heißt Personen, die sich wenig körperlich bewegen, wie gebrechliche ältere Menschen, Bettlägerige, haben einen sehr niedrigen PAL-Wert von 1,2 bis 1,3. Bei geringer Freizeitaktivität steigt der PAL-Wert schon an. Studierende haben so einen PAL-Wert von 1,6 bis 1,7 und es wird bis zu 2,0 bis 2,4 für Leistungssportler vorausgesetzt. Ja, Ellen, herzlichen Dank.
Wir sind mit den Videos durch. Wenn ich jetzt richtig orientiert bin, kommt so eine Zwischenfolie. Ja, meine Damen, meine Herren, Sie haben jetzt einen, ich finde, ganz schönen Einblick gekriegt. Also mir hat es Spaß gemacht, zuzuhören, zuzusehen, über verschiedene Methoden, Einschätzungen, wie wird ein Ernährungsstatus gemessen, festgestellt, was kann man daraus schließen, wie ändert sich die Körperzusammensetzung. Wir haben auch gelernt, wie viel Energie ein Mensch tatsächlich umsetzt, kann man auch relativ einfach und sehr spezifisch und genau bestimmen. Das heißt, wir haben im Prinzip alle möglichen notwendigen Informationen, die wir letztendlich auch zur Definition einer entsprechenden Ernährung für das Individuum brauchen, mit diesen Methoden letztendlich erfasst. So, wir haben hier im Saal zwei Mikrofone, weil ich habe das letzte Mal, als ich hier war, festgestellt, dass es sehr schwierig ist, ohne Mikrofone zu kommunizieren. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir haben zwei, die dann mit dem Mikrofon rumlaufen, weil jetzt ist die erste halbe Stunde vorbei, Sie haben da ein bisschen was gelernt. Jetzt dürfen Sie das erste Mal Fragen stellen. Wer möchte? Wer möchte was dazu wissen zu dieser Methodik? Ich habe zuerst den Herrn in weißem, hellen Hemd in der Mitte. Und dann hier vorne, also es geht gleich, kann ja weitergehen. Ich habe gelernt, dass sich im Laufe des zunehmenden Alters also physiologische Veränderungen im Körper ergeben. Könnte man dann nicht auch schließen, dass diese statische Definition eines normalen BMI sich auch wandeln sollte? Ich meine, ich verbinde damit die Hoffnung, dass ich vielleicht in meinem Zustand in die andere Gruppe rutschen, wenn man das irgendwie korrigiert. Ja, schöne Idee. Aber es ist tatsächlich so, die Idee gibt es schon seit Jahren. Es ist aber so, dass die Wissenschaft in diesem Bereich sich entschieden hat, trotzdem diese starre Levels zu behalten, also diese Einteilungen 25, 30 und höher und bis 25 normal BMI und dann eben weniger normal, so die erste Stufe eines möglichen Übergewichtes. So ganz verstehen tut man das nicht, aber es ist so, dass wir oder dass die Gemeinschaft dann versucht, eben überall die gleichen Maßstäbe zu benutzen. Aber es gibt auch andere Tabellen, genauso wie Sie es gesagt haben. Da wird darauf Rücksicht genommen, dass sich zum Beispiel die Körperlänge verändert. Ja, das ist ja auch ein Faktor in der BMI-Berechnung. Und dass wir alle ein bisschen schrumpfen, da wird die Zahl auch anders. Und es ist auch so, dass es aus der Geriatrie vor allen Dingen, also aus der Forschung mit Älteren, auch mit kranken Älteren, eigentlich klar ist, dass ein etwas höheres Gewicht oder eine höhere Masse definitiv vielleicht sogar besser ist als bei jungen Erwachsenen. Also da ist es gut, diese 25 zu halten, 25 BMI, aber bei Älteren wäre es durchaus sinnvoll, weil ältere Menschen können natürlich mal sehr schnell akut krank werden und vielleicht auch dann Gewicht verlieren durch die Krankheit. Und dann ist es möglicherweise besser, wenn ein bisschen mehr da ist als bei jungen Erwachsenen. Deswegen gibt es auch korrigierte Tabellen. Da wären Sie dann mit, ich schätze mal, mit 27 zum Beispiel schon noch fast in der normalen Gruppe. Dann hier vorne. Ach, ich habe jetzt diese Werte alle mehr oder weniger, kann man mich verstehen? Ja. Ich habe die Werte alle gesehen, bin 65, komme gerade aus dem Krankenhaus, 1,95 groß, 115 Kilo schwer, Lähmungserscheinungen und den hohen Blutdruck 180 zu 90 im Moment. Eigentlich alles katastrophale Werte, sage ich mal. Nutzt mir das was, was ich jetzt gleich hier erfahre, oder gibt es eine Soforthilfe noch? Ich habe ärztliche Termine, da kann ich bis Ende September warten, bis ich die alle wahrnehmen kann. Ich meine, ich war im Krankenhaus, jetzt versucht man den Blutdruck zu senken, aber das Gewicht bleibt ja mal. Der Fehler ist wahrscheinlich die Ernährung zu 100%. Ja. Also wir können natürlich jetzt keine Beratung oder Therapie oder Ernährungstherapie hier diskutieren individuell, aber es ist so, also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen würden, ich bin ja kein Mediziner, also ich bin Ernährungsphysiologe, habe aber viel Studien natürlich im Bereich Medizin mitgemacht oder mit denen zusammen gemacht. Also für Sie ganz eindeutig, ein bisschen immobil habe ich verstanden oder so, aber Kraft können Sie machen, gewisse Kraftsportarten können Sie machen, bin ich mir sicher. Und wenn die regelmäßig durchführen, damit so ein bisschen Muskelmasse vielleicht noch wieder aufgebaut oder zumindest nicht so viel abgebaut wird, damit wird auch ein bisschen Energie verbraucht und es wäre sicherlich anratenswert, über die Energiezufuhr zu diskutieren.
Das wäre jetzt mein Spontan-Heilmittel. Gut, da war noch... Ich habe hier das Mikro, ich würde die Gelegenheit nutzen. Ich habe eine Reihe von Fragen. Die erste Frage ist, Sie haben Ihren Vortrag mit Ernährung überschrieben. Zur Ernährung wurde noch nichts gesagt. Schön, wenn das noch käme, genau. Dann ist diese Messung... Wir bemühen uns. Die Messungen, das, was Sie vorgestellt haben, sehr interessant. Kann man das als Normalbürger machen? Ich sage, ich gehe dann, komme zu Ihnen und lasse das messen. Und wenn ja, was also bringt mir das? Bei uns nicht, aber wenn Sie jetzt sich entscheiden, in eine Ernährungsberatung oder sowas zu gehen oder eine Untersuchung zu machen zu lassen, die Einrichtungen haben das alle. Also zumindest die, zum Beispiel die BIA, bioelektrische Impedanzanalyse, bei BOT bin ich mir nicht sicher. Das haben wir auch zu Forschungszwecken natürlich. Aber ansonsten können Sie solche Messungen natürlich überall dort machen lassen. Und die Frage ist, was bringt mir das? Ja, dass Sie wissen, was Sie für einen Zustand haben. Damit wir über das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen reden können. Ist es gut so oder nicht? Oder müssen Sie was ändern? Das wäre dann das, was Sie damit machen könnten. Und sich dann entsprechend auch im Verhalten notwendigerweise oder nicht, je nachdem, ändern. Es gibt ja solche Wagen, wo man das Fett misst. Das können Sie auch machen, die können Sie kaufen. Da können Sie, ist die BIA-Messung im Prinzip integriert. Das ist ein bisschen mit solchen verschiedenen Formeln hinterlegt. Das ist vielleicht nicht ganz so genau wie zum Beispiel ein BOT, aber das kann man auch ins Badezimmer stellen, einmal in der Woche draufstehen unter gleichen Bedingungen. Dann kriegen Sie auch mit, was Sie für ein BMI haben, was für ein Gewicht und so weiter. Das steht dann da alles drin. Also Sie meinen, das kann man machen, das ist nützlich, das ist jetzt nicht ein Marketing-Gag der Industrie oder so. Wir sind keine Industrie, Frau Kollegin. Nee, ich frage Ihnen. Ich meine, wir machen das wissenschaftlich und ich finde, das ist, also ich mache das auch, obwohl ich mir nicht selber was verkaufe. Danke. Gut. Frage. Sie haben jetzt verschiedene Untersuchungsverfahren gezeigt. Ein bildgebendes Verfahren habe ich nicht jetzt entdeckt. Ich nehme mal an, weil das nicht bei Ihnen gemacht wird. Deswegen die Frage, Untersuchung der Fettverteilung auf Zellebene mithilfe MRT-Untersuchung des Bauchraumes. Ist das eventuell mal angedacht, dass Sie das vielleicht mal machen? Also wir machen das nicht, aber die Medizin, es wird in Bonn ja schon gemacht. Mit der Medizin machen wir das, ich erinnere an die Sarkopenie, dort war ein bildgebendes Verfahren gezeigt. Also die Kollegin hat es gezeigt, wie das Fettgewebe zunimmt, also jetzt nicht auf der zellulären Ebene, aber auf der Körperebene, in dem dann festgestellt wird, wie viel Fett letztendlich in dem Querschnitt, der da gemessen wird, vorhanden ist und wie viel Muskelmasse. Aber wir machen das regelmäßig in Studien, aber jetzt nicht hier, jetzt vor Ort hier. So, letzte bitte, dann muss ich weitermachen. Können Sie etwas sagen zur Rolle der Fructose, also Fruchtzucker? Ist das irgendwie kritisch, wenn man viel Obst nimmt? Kommt es dann zu einer Leberverfettung oder so? Manche amerikanische Wissenschaftler behaupten ja sogar, dass das eine wesentliche Ursache zur Obesitas oder Adipositas der Amerikaner beiträgt. Ja, da geht es um die FOS, Fructo-Oligosaccharides, die in alle möglichen Dingen zusetzen. Es ist so, dass dadurch zumindest viel Energie zugeführt wird. Und die Frage ist, ob das dann tatsächlich ein Fructoseproblem oder ein Energieproblem ist. Das ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall durch diese ganze Corn-Syrup-Geschichte, die die Amerikaner machen, kommt es ganz einfach zu einer erhöhten Energiezufuhr. Und das ist einfach unnötig. Ob die Stoffwechselwege so ablaufen, dass ein vermehrter Aufbau von Fetten entsteht bei dieser Art der Ernährung und dann im Körper abgelagert wird, das ist vermutet, aber noch nicht evident. Aber wir kommen ja zur Ernährung jetzt. Die Frau Kollegin hat ja gesagt, wir haben noch nichts über Ernährung gesagt. Aber das kommt ja jetzt. Das heißt, wir kommen jetzt zum Teil 2. Und der Teil 2, jetzt habe ich meinen Zettel irgendwo verloren, wird von Katharina gemacht, glaube ich, oder? Saskia und Katharina werden den Teil 2 machen. Und bitte, da muss ich jetzt draufdrücken. Und sie wird dann mit ihren Folien mit Ihnen darüber reden. Und hinterher kommt die Katharina. Bitte schön.
So, dann, genau was die Dame in Gelb gerne sich gewünscht hat, kommen wir jetzt zum Thema Ernährung. Ja, denn jetzt haben Sie ja all die Grundlagen bekommen, die biologischen Grundlagen. Wie sieht das aus im Laufe des Lebens? Und jetzt ist die Frage, okay, worauf muss ich denn jetzt in verschiedenen Lebensabschnitten bei dem Einkauf meiner Lebensmittel achten? Ja, und ich denke, jeder kennt das. Wir haben all diese Sprüche schon hundertfach gehört, gerade in der Kindheit von der Mama, von der Oma. Isst das Kind, ja, da sind viele Vitamine drin, das ist gut für dich. Oder auch, du brauchst die Energie, damit du groß und stark wirst. Ja, und immer wird irgendwie von Nährstoffen geredet. Wir brauchen diese Nährstoffe. Ja. Nährstoffe, was sind das eigentlich? Per Definition, na, Nährstoffe sind die Stoffe, die von Lebewesen zu deren Lebenserhaltung aufgenommen und im Stoffwechsel verarbeitet werden. Aber was bedeutet das jetzt für den Laien? Nährstoffe werden in zwei verschiedene Nährstoffklassen unterteilt. Na, Sie erinnern sich, ist das, du brauchst Energie und ist das, da sind viele Vitamine drin. Wir haben einmal die Makronährstoffe, das sind eben die, die uns Energie liefern, damit wir groß und stark werden. Das sind die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Denke ich, jeder schon mal gehört. Dann gibt es aber auf der anderen Seite noch die sogenannten Mikronährstoffe. Die Mikronährstoffe sind nicht dafür da, dass wir viel Energie bekommen, sondern sie sind unverzichtbar für den Ablauf von Reaktionen im Körper. So ein bisschen wie hier auf der Baustelle. Wenn wir keine Baustoffe haben, dann können wir auch nicht bauen. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn jeder jetzt weiß, was er braucht, ich brauche meine Mikronährstoffe, meine Makronährstoffe, dann kann man dementsprechend die Lebensmittel im Supermarkt auswählen. Aber auch das nicht ganz einfach, denn wir haben eine Fülle von Lebensmitteln. Und deswegen wird die Katharina zusammen mit der Christina jetzt noch mal erklären, wie man seine Lebensmittelauswahl am besten gestalten sollte. Dankeschön. Ja, wie Saskia gerade schon gesagt hat, in der Theorie ist das immer alles schön und gut, aber wie sieht das Ganze dann jetzt eigentlich in der Praxis aus? Und da kommen wir zu der schönen Pyramide, die da vorne steht. Das ist die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, und sie ist ein lebensmittelbasiertes Modell zur Darstellung von Ernährungsempfehlungen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern entworfen und wird auch so in der Praxis, unter anderem auch in der Ernährungsberatung und in der Ernährungskommunikation eingesetzt. Sie liefert sowohl Daten zur Qualität von Lebensmitteln, aber auch zur Quantität. Genau, die Lebensmittel, die auf der Pyramide aufgeführt sind, sind aufgrund ihrer Herkunft in vier Gruppen aufgeteilt. Wir haben einmal die tierischen Lebensmittel, die pflanzlichen Lebensmittel, die Getränke und die Fette und Öle. Also jede Lebensmittelgruppe befindet sich auf einer separaten Lebensmittelseite. Auf der Lebensmittelpyramide befinden sich Lebensmittel, die häufig verzehrt werden, und daraus hergestellte Produkte. Und das Ganze soll helfen für die tägliche Auswahl, also kann von jedem Individuum genutzt werden, einfach als Anregung, was man täglich verzehren möchte. Wie Sie vielleicht hier auch schön sehen können, auf der Pyramide befindet sich an jeder Seite am Rand ein Code, ein Farbcode, der nach dem Ampelsystem aufgebaut ist. Er verläuft also von grün an der Basis bis rot an der Spitze. An der Basis der Lebensmittelseite befinden sich also sogenannte grüne Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, deren Verzehr empfohlen wird. Und an der Spitze befinden sich rote Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, deren Verzehr weniger empfohlen wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Lebensmittel verboten sind. Wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, dass die Seiten keine quantitativen Aussagen machen. Also sie geben keine Empfehlung dafür, wie viel von den einzelnen Lebensmitteln verzehrt werden soll, sondern es sind lediglich qualitative Aussagen, die auf den einzelnen Pyramidenseiten gemacht werden. Bei den pflanzlichen Lebensmitteln ist es so, dass empfehlenswerte Lebensmittel wenig Energie liefern, viele Nährstoffe und viele Ballaststoffe. Das ist der Grund dafür, warum hier Obst und Gemüse sich in dem unteren Teil der Pyramide befinden. Sie haben eine geringe Energiedichte, das heißt, sie liefern wenig Energie. Gleichzeitig haben sie eine hohe Nährstoffdichte, das heißt, sie liefern viele Vitamine und Mineralstoffe, die für uns wichtig sind.
Im Gegensatz dazu, hier oben, Zucker, Kuchen, Süßigkeiten haben eine hohe Energiedichte bei einer gleichzeitig geringen Nährstoffdichte. Bei den tierischen Lebensmitteln werden ähnliche Beurteilungskriterien herangezogen wie bei den pflanzlichen Lebensmitteln, um die Anordnung der einzelnen Lebensmittel festzulegen. Wir haben also auch eher die Energiedichte als wichtiger Faktor, die Nährstoffdichte, eben beispielsweise der Gehalt an Kalzium, B-Vitaminen oder Vitamin D. Und auch die Fettqualität ist hier ein wichtiger Punkt, sprich der Gehalt an gesättigten Fettsäuren und an längerkettigen Omega-3-Fettsäuren. Deswegen ist der Fisch hier auch an der Basis hervorgehoben, weil dieses Lebensmittel eben sehr viele langkettige Omega-3-Fettsäuren enthält. Und der Gehalt kann von keinem Lebensmittel auf dieser Pyramidenseite übertroffen werden. Weiterhin an der Basis befinden sich fettarme Milch- und Milchprodukte, weil diese ernährungsphysiologisch wertvoller zu bewerten sind als fettreichere Produkte aus dieser Gruppe, weil sie eben weniger Energie liefern. Und an der Spitze, also im roten Bereich, weniger empfohlen sind sehr fettreiche Produkte wie Speck, Sahne oder fettreiche Milchprodukte. Die nächste Seite beschäftigt sich mit den Fetten und Ölen. Fette liefern lebensnotwendige Fettsäuren und auch fettlösliche Vitamine, wie beispielsweise das Vitamin E. Da sie sehr viel Energie liefern, sollte die Zufuhr pro Tag etwa so bei 30 bis 40 Gramm liegen. Das entspricht ungefähr 2 bis 3 Esslöffeln Öl. Und dadurch, dass sie mengenmäßig eben wenig an der täglichen Ernährung ausmachen, ist dadurch natürlich die Auswahl von guten Fetten sehr wichtig. Und hier ist es so, dass empfehlenswerte Fette und Öle ein günstiges Fettsäuremuster zeigen, dass sie einen geringen Gehalt an Cholesterol haben, einen geringen Gehalt an Transfettsäuren und eine gute küchentechnische Nutzung, dass sie also beispielsweise sowohl fürs Braten genutzt werden können, aber auch für das Anmachen von Salaten. Und daher stehen hier das Raps- und das Walnussöl aufgrund ihrer hohen Gehalte an Omega-3-Fettsäuren und des Gehalts an Vitamin E in der Basis der Pyramide. Tierische Fette wie zum Beispiel Butter oder Schmalz befinden sich an der Spitze, da sie viel Cholesterol enthalten und somit nicht so günstig sind. Jetzt kommen wir noch zu den Getränken. Die Getränke machen einen sehr hohen Anteil unserer täglichen Lebensmittelzufuhr aus. Deswegen wird dieser Lebensmittelgruppe auch eine separate Seite gewidmet. Es ist so, dass die Getränke dazu dienen sollen, den Flüssigkeitshaushalt einer Person aufrechtzuerhalten, also den Durst zu löschen und nicht der Energieaufnahme dienen. Das heißt, man sollte die Getränke eben nicht verzehren, weil man jetzt quasi als Lebensmittelersatz verzehren. Genau. Wichtig ist also, dass man seine Getränke gezielt auswählt, weil es eben auf dem Markt sehr viele Produkte gibt, die sehr viel Energie liefern. Was wir empfehlen, beziehungsweise was auf der Lebensmittelpyramide an der Basis ist, sind natürlich Trinkwasser oder ungesüßte Tees, Kräutertee oder Früchtetee. Weiter oben würden Getränke stehen, die Koffein enthalten, also anregende Substanzen oder energiereicher sind, wie beispielsweise alkoholfreies Bier. Und ganz oben an der Spitze sind eben sehr energiereiche Lebensmittel, wie Energydrinks, Nektar oder Limonaden, die eben sehr viel Zucker auch liefern. Alkohol wird auf dieser Pyramidenseite oder grundsätzlich bei den Getränken nicht berücksichtigt, unter anderem aufgrund des Suchtpotenzials. Wie Christina eben schon gesagt hat, geben die Seiten der Pyramiden Auskunft über die Qualität der Lebensmittel. Und der Boden der Pyramide, den man jetzt gerade nicht sehen kann, dort ist der Ernährungskreis dargestellt und der gibt quantitative Aussagen über die Lebensmittelgruppen. Das heißt, in welchem Mengenverhältnis die einzelnen auf den Seiten dargestellten Lebensmittelgruppen zueinander verzehrt werden sollen. Und hier ist es so, dass etwa 70% der täglichen Lebensmittelmenge in Form von pflanzlichen Lebensmitteln aufgenommen werden sollte, das heißt Getreideprodukte, Obst und Gemüse. Dann haben wir 25% für die tierischen Lebensmittel, wobei hier der Gehalt oder die Zufuhr von Milch und Milchprodukten höher sein sollte als von Fisch und Fleisch und Wurstwaren. Und als letztes haben wir hier die Fette und Öle mit dem kleinsten Teil von etwa 2%. In der Mitte
befinden sich die Getränke, da die Menge an Getränken, die wir zu uns nehmen, ungefähr der Menge der Lebensmittel entspricht. Und daher, um das nochmal deutlich zu machen, ist es in der Mitte dargestellt. Jetzt ist es dann so, dass die Ernährungspyramide natürlich dann dazu dienen kann, dass wir die Lebensmittel entsprechend auswählen. Es ist aber so, dass es halt grundsätzlich sehr individuell ist und jeder das individuell für sich entscheiden kann, wie er diese Ernährungsempfehlungen umsetzt. Und dazu kommt, wie wir ja eben gehört haben, durch Veränderungen, Unterschiede in der Körperzusammensetzung, im Aktivitätslevel oder auch aufgrund des Alters gibt es Unterschiede im Energiebedarf und auch im Nährstoffbedarf. Und das Ganze muss dann natürlich auch bei der Wahl der Lebensmittel berücksichtigt werden. Und dafür haben wir dann jetzt gleich auch ein Praxisbeispiel mitgebracht. Ja, herzlichen Dank. Ich hatte noch vergessen, dass Christina auch mitgemacht hat an diesem Teil. So gehen wir vor, wenn wir darüber reden, wie eine Ernährung aussehen soll. Im Gegensatz zu manchen tollen Diätbüchern, die einem genau vorschreiben, 1,678 Gramm von dem, 526 Gramm von dem oder dann ein Lebensmittel gar nicht. Es gibt auch viele Diäten, die einfach durch Weglassen glänzen, also die Palette an Lebensmitteln, die wir ja hier haben, in unseren Gesellschaften einfach reduzieren. Machen wir das in der Wissenschaft so, dass wir hier so einen Plan vorgeben. Es gibt Hinweise, aber letztendlich haben Sie dann selbst noch die Aufgabe, diese Hinweise umzusetzen und dann entsprechend einzukaufen. Was Sie wissen müssen, deswegen ist es ganz gut, dass es hier nochmal steht, Sie müssen natürlich irgendwo auch abschätzen können, haben wir vorher diskutiert, wie viel Energie Sie umsetzen. Das ist relativ einfach, indem Sie sich regelmäßig, auch das hatte ich vorher, glaube ich, gesagt, regelmäßig auf die Waage stellen. Und wenn Sie über 2, 3, 4 Monate kontinuierlich zunehmen, dann essen Sie zu viel und oder verbrauchen Sie zu wenig. Und dann müssen Sie sich irgendwie überlegen, wie können Sie das ändern, weil dann nehmen Sie dann auch zu, logischerweise. Und wenn Sie das dann machen und dann gleichzeitig diese Vorschläge, die wir hier machen, diese Ideen irgendwie umsetzen, dann sind Sie on the, wie sagt der Engländer so schön, safe side of the life. So ist das. Wir verbieten nichts. Es gibt auch keinerlei Grund, etwas zu verbieten. Wir haben eine Ernährung hier definiert, das sieht man hier an dieser Zusammenfassung. Hier, dieser Teil von hier oben bis ungefähr 3/4 ist pflanzlich. Also wir empfehlen schon immer eine pflanzlich orientierte Kost. Keine vegane oder keine vegetarische, aber eine pflanzlich orientierte. Und der Anteil an tierischen Produkten ist da dagegen ungefähr zusammengezählt ein Drittel, ein Viertel. Und der Rest sind dann die Fette. So machen wir das. Und jetzt frage ich Sie, können Sie damit was anfangen? Können Sie jetzt morgen in den Supermarkt gehen zu Rewe? Oder, wen nehme ich noch? Aber Rewe ist der hier beheimatet ist, deswegen darf ich das sagen. Und Sie wissen dann, wenn Sie vor dem Regal stehen, was Sie nehmen. Machen Sie das so oder machen Sie es anders? Hilft Ihnen das oder hilft Ihnen das nicht? Bitte. Mikrofone sind offen. Sie dürfen reden. Boah. Normalerweise stürmen dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Ideen. Es ist an. Also ich finde es sehr gut, dass ich heute hier bin. Ich lerne sehr viel. Wenn ich Ihren Kreis angucke, sehe ich, dass ich mich komplett falsch ernähre, obwohl ich nach Ihren Statistiken nicht diesen Trend mitgemacht habe. Es gibt ja, wie Sie sagen, diverse Diäten etc., die mache ich auch nicht. Aber mein Verhältnis hier ist auch nicht so mit den vielen Gemüsen. Ich esse gerne, aber im Leben nicht so viel Gemüse, sondern viel Käse und durchaus auch Fisch und Fleisch. Was sagen Sie denn zu dieser Zusammensetzung? Oder was sagen Sie dazu, dass manche Leute abends keine Kohlenhydrate essen, sondern nur und so weiter? Also Thema Zusammensetzung würde mich interessieren. Jedem, wie es gefällt. Das, was Sie vielleicht mitbekommen haben, deswegen haben Sie auch vorher ein gewisses Video gesehen zur Bestimmung der Energieumsätze.
Und wir haben auch ganz bewusst Bilder gezeigt mit den BMIs, die so über die Lebenszeit zunehmen. Das, was wir definitiv falsch machen, und ich sage jetzt bewusst wir, weil das wir als Gesellschaft falsch machen, wir essen einfach zu viel. Punkt. Wir essen zu viel und wir verbrauchen zu wenig und oder. Ja? Das hat was mit Lebensqualität zu tun, das hat was mit Lebensgeschichte zu tun. Unsere Arbeiten sind natürlich nicht mehr so energetisch verbrauchend wie früher und der Mensch hat sich irgendwie nicht umgestellt. Deswegen sehen Sie all diese Geschichten, die sogenannte Epidemie des Übergewichtes, der Fettsucht, Adipositas, wird Ihnen in allen Medien um die Ohren gehauen. Warum ist es so? Weil wir einfach zu viel essen. Das ist mal das Erste. Und dann kann man darüber diskutieren, was wir hier sagen. Also es ist egal zunächst mal, wo die Energie dann herkommt, diese zu viel essen. Die ist einfach zu viel. Was soll der Körper damit machen? Ja, er muss es irgendwo ablagern, wenn er es nicht verbraucht. Also wird er fett. Die Frage ist, ob diese Verhältnisse, die wir angeben, die optimalen sind, ob man das anders machen kann. Das, sage ich Ihnen, ist eine Arbeit, die jetzt schon, was weiß ich, seit 50, 60, 70 Jahren läuft, Ernährungsforschung. Was ist das beste Verhältnis zwischen Pflanze und tierischen Produkten? Was ist das beste Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen? Das ist ja etwas, was immer diskutiert wird. Ich sage Ihnen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, gut, ich mache den Job schon ein Weilchen, war auch DGE-Präsident und war dabei, als diese Pyramide gemacht wurde. Also wir können da nur aus Betrachtungsstudien, epidemiologischen Studien ableiten, das heißt Bevölkerungsgruppen, die jetzt über die Jahre sehr viel fettes Fleisch essen, die kriegen häufiger bestimmte Krankheiten als andere. Das hat jetzt nichts nur mit Gewicht zu tun. Gewicht ist nur eines dieser Geschichten. Ich meine, die ganze Welt guckt auf Körpergewicht, aber die ganze Welt guckt nicht auf zum Beispiel Sarkopenie, auf Osteoporose, auf Vitaminmangelerscheinungen und so weiter. Das ist doch genauso wert zu betrachten, hat auch was mit Prävention zu tun, nicht nur das Gewicht. Und wenn man das dann alles zusammenfasst, was man bisher gesammelt hat an Daten, dann kommt sowas raus. Jetzt können Sie natürlich immer aufstehen und sagen, ich möchte aber keinen Käse essen. Ja, dann essen Sie halt keinen Käse. Sie können Ihr Eiweiß auch woanders herholen und nicht aus dem Käse. So what? Das ist sicherlich individuell durchaus machbar, solange Sie, und das hat meine Kollegin vorhin auch gezeigt, ganz kurz, solange Sie alle Nährstoffe, die Sie brauchen, dadurch zuführen, dann ist es zunächst mal egal, aus welchem Lebensmittel. Wenn Sie nur Zucker essen, da ist sonst nichts drin, also isolierten Zucker. Das heißt, Sie würden trotz Energiezufuhr nicht genügend Nährstoffe haben. So ist das. Und ob es dann gewisse Lebensmittel gibt, wie zum Beispiel die Diskussion um Fische, Omega-3-Fettsäuren, Fische, kennt fast jeder heutzutage, wenn man nach Bonn auf die Straße geht und fragt, dann ist es so. Dann ist es gut, wir würden gerne mehr Fisch empfehlen und da kommt eine andere Hinderung, die wir haben. Es gibt halt keine Fische mehr. Ganz einfach. Wenn wir es den Menschen überall auf der Welt sagen, sie sollen noch mehr Fisch aus der Natur essen, dann sind unsere Meere komplett leer. Und das ist auch so eine Geschichte, die mit reinspielt. Aber um Ihre Frage ganz generell zu beantworten, Sie haben ein relatives Freifeld, sich zu ernähren. Was Sie immer kontrollieren müssen, und das kann ich mir mit mir selber als Beispiel nehmen, ich bin jetzt 63 Jahre alt und ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit eben mein Körpergewicht irgendwo zu halten. Mit zunehmendem Alter und öfters mal weggehen, ist es relativ schwierig. Noch habe ich es einigermaßen geschafft, aber ich bin ungefähr 10 bis 12 Kilogramm schwerer als im Alter von 30. Trotzdem. Also das ist so. Aber gucken Sie, vertrauen Sie solchen Dingen. Sie können doch mit solchen Bildchen, oder wenn Sie es mal verinnerlicht haben, vor diesen riesigen Regalen, 5 Rewe im was ist das, Airport Köln-Bonn. Ich bin fast erschrocken, wenn man da reingeht. 24 Stunden offen, by the way. Auch so eine Geschichte. Ja? Immer und überall essen. Sie gehen hier raus, gehen da los. Und laufen bis zur Uni, sind bestimmt 10 kleine Snacks verfügbar. Mindestens. Und wie viele Bäckereien haben wir in der Zwischenzeit? Ja? Da riecht es auch noch raus. Nee, es riecht gut raus. Gut. Aber zurück zu Rewe im Airport. Jedes Produkt Orangensaft, da gibt es ein Regal, bestimmt mehr als 10 Meter.
da ist nur Orangensaft drauf. Und jetzt können Sie gucken, welchen Sie nehmen. Und so geht es bei überall in diesen Geschichten. Ich hatte damals, jetzt werde ich anekdotisch, aber ich hatte damals den Vorschlag gemacht, als wir das gemacht haben, dass wir in den Supermärkten immer, die Supermärkte sind ja so organisiert, dass die Lebensmittel geordnet sind. Es gibt da so eine lange Theke für Öle, es gibt eine lange Theke für Fleisch, es gibt eine Kühltruhe für Milchprodukte. Und da habe ich mal gesagt, dann sagen wir doch den Menschen, oder die Supermärkte organisieren, dann mach doch so eine Abbildung irgendwo dahin. Die kann man auch noch für verschiedene Religionen machen. Das ist ja nur eine. Also unsere türkischen Freunde werden sicherlich andere Lebensmittel haben als wir. Aber das kann man alles machen, unter den gleichen Voraussetzungen, gleiche Kriterien. Das wurde aber damals nicht umgesetzt, weil die Industrie oder der Handel das nicht will. So, es war eine lange Kommunikation, aber ich bitte um Verständnis. Manchmal kann ich mich nicht zurückhalten. Ja, soll ich direkt weitermachen? Wo war jetzt? Hier. Ah, sorry. Also Sie haben erwähnt, dass mit dem zunehmenden Alter sich der Stoffwechsel verändert. Wie sollen sich da die Mikro- und Makronährstoffe da auch anpassen? Wenn man sagt, oder kommt es nur auf die Energie an? Darf ich das auf nachher verschieben? Wir haben da ein Beispiel, da spielt die Nährstoffdichte eine wichtige Rolle. Also ein kleines Praxisbeispiel und dann kann man das besser erklären, wenn ich das verschieben darf. Ja, Sie hatten ja gesagt, dass wir fast alle zu viel oder falsch essen. Ist ja wunderbar, wenn wir selber kaufen gehen, aber ein großes Problem ist ja mit den Zubereiteten oder mit den Fertigprodukten. Da können wir teilweise gar nicht einschätzen, was drin ist. Müsste ja nicht die Politik dann mehr eingreifen in die Lebensmittelindustrie oder mit Vorschriften, das Ampelprinzip oder ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, ob man da reagieren kann, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man gar nicht wissen, was sie essen. Also, dass die Industrie informieren muss, ist klar. Und dass der Handel informieren muss, ist auch klar. Weil der Handel verkauft es. Ja? Und der Handel entscheidet, was in die Regale kommt und nicht die Industrie. Das gibt es aber schon. Es gibt Dutzende Möglichkeiten, sich über die Zusammensetzung zu informieren. Was meiner Meinung nach der falsche Weg wäre, ist, dass man das, was wir hier machen, in einer Gruppe von Lebensmitteln, dass man das mit einem einzelnen Lebensmittel macht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Punkteskala auf Öl machen, Energie, Dichte und so weiter, dann würden da nur rote Punkte drauf sein, obwohl es ein gutes Olivenöl ist. Wenn Sie es mit Mineralwasser machen, da sind da nur grüne Punkte drauf, aber da ist auch keine Energie drin. Also von dem allein kann ich auch nicht leben, oder? Also das ist, finde ich, nicht gut. Sie müssen das selber lernen. Definitiv. Und ich habe versucht zu erklären, dass es relativ breite Spannen gibt, in denen man sich bewegen kann, solange man eben alles zuführt, was man braucht. Also ich würde das nicht mit Gesetz machen. Ja, vielen Dank. Sie haben das grundsätzliche Ernährungsproblem richtig benannt. Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Jetzt gibt es ja die unterschiedlichen Ansätze oder Vorstellungen, wie man das lösen kann. Ein Vorschlag zum Beispiel aus der Politik oder Medizin ist ja die sogenannte Zuckersteuer. Wie halten Sie das im gesamten Ernährungskonzept? Was halten Sie von einer Zuckersteuer? Die Geschichte mit Steuern. Es gibt die Idee mit Zucker, es gab schon die Idee mit Transfettsäuren, einer bestimmten Art von Fettsäure, die bei der Technologieverarbeitung von Fetten entstehen. Das gab es schon, gibt es auch teilweise schon. UK hat sowas Ähnliches gemacht. Es gibt ja andere Ideen, Lebensmittel zu verändern. Das ist ja die dritte Geschichte, die zurzeit läuft, also Natriumgehalt zu reduzieren oder andere Dinge in Brot oder zu limitieren. Ehrlich gesagt, also ich bin ein frei erzogener Mensch und ich glaube, also ich würde das nicht gern haben, dass mir für ein Lebensmittel eine Steuer abgefordert wird. Definitiv nicht. Ich bin mir in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren allerdings nicht mehr so sicher, das muss ich Ihnen auch sagen. Also früher war ich strikt, total dagegen. Überall, wo ich dann was zu sagen hatte, habe ich das abgelehnt. Aber wir machen jetzt schon seit 70, 50, 60, 70 Jahren Ernährungsberatung. Mit viel Engagement, es gibt viele Studien, es gibt auch viele, die da mitspielen, es gibt Jobs draußen, es gibt Angebote, die man benutzen kann.
aber der Mensch an sich ändert sich nicht. Die Frage ist, warum nicht? Wenn es natürlich dann so ist, dass man in den Geldbeutel fassen muss, um etwas zu ändern, ich würde das trotzdem nicht machen. Ehrlich nicht. Und ich meine, ich möchte auch nicht reglementiert werden, wie viel Salzgehalt bestimmte Lebensmittel haben oder ob ich jetzt das eine Lebensmittel mir nicht mehr leisten kann, weil es zu teuer geworden ist durch eine Steuer. Ich meine, wo sind wir denn da? Sorry, aber nicht, das kann nicht funktionieren. Also nicht für mich. Vielleicht funktioniert es ja, aber es ist nicht schön. Und was machen die Leute, die kein Geld haben oder die wenig Geld haben? Die zahlen dann noch für bestimmte Lebensmittel mehr. Gut, es wird vielleicht so weit kommen, ich weiß es nicht, aber ich möchte es nicht haben. Bitte. Weltgesundheitsorganisation hat vor 3 Jahren eine Vorstudie veröffentlicht und sogar auch offiziell, und das Rotfleisch und auch alle verarbeitete Fleisch, sogar auch Fleischprodukte, und als krebserregend und eingestuft. Sogar auch Fleischprodukt und als sehr gefährlich, sogar ist gleiche Stufe wie Rauchen, Tabakrauch. Ich werde mich interessieren, und wie ist Ihre Meinung dazu? Das gibt es tatsächlich. Wenn Sie dieses Bildchen angucken, dann haben Sie hier für Fleisch und Fleischwaren, die rot sind, relativ wenig Platz. Es ist natürlich eine Frage, dass ein rotes Fleisch nicht, Konsum von rotem Fleisch oder roten Wurstwaren nicht generell natürlich zu Krebs führt, sondern ab einer gewissen Dosierung, ja, ist es sicherlich gefährlicher. Das heißt, es gibt ein Risiko, wenn Sie bestimmte Mengen an rotem Fleisch konsumieren, dass Sie über die Zeit, über Ihre Lebenszeit möglicherweise einen Darmkrebs bekommen. Das gibt es, das sagt auch die WHO, aber die WHO sagt deswegen nicht, man soll zum reinen Veganer werden, sondern es ist die Frage der Menge. Und wir machen das auch so, dass wir bei diesen Darstellungen ja ganz klar festhalten, unsere Empfehlung ist, zwischen 300 und 500, 600 Gramm Fleisch insgesamt über eine Woche zu konsumieren. Das ist im Vergleich zu dem, was die Deutschen machen, ungefähr nur 40%, ungefähr die Hälfte. Die Menschen machen hier genau das Doppelte. Und dieses Fleisch soll auch noch zu einem bestimmten Anteil an weißem, durch weißes Fleisch abgedeckt werden. Also insofern berücksichtigen wir das, was die WHO macht und andere darstellenden oder auswertenden Gesellschaften. Und wir sind da international in line, also nicht anders als andere. Aber Sie sollten, wenn Sie das bevorzugt machen, jeden Tag so ein Steak reinhauen. Das Maredo gibt es ja, glaube ich, nicht mehr da drüben, oder? Gibt es jetzt was anderes? Nach der Veranstaltung, dann haben Sie ein höheres Risiko. Aber nochmal, das sind Risiken. Es ist nicht so, dass wenn jemand rotes Fleisch isst, dass er auf jeden Fall etwas bekommt. Sondern das sind einfach Risiken. Wir haben in unserem Leben immer Risiken. Und letztendlich die Prozentzahl des Risikos abzuschätzen, ist bei Ernährung verhältnismäßig schwierig. Denken Sie mal an Acrylamid, was da für ein Theater gemacht wurde, ja, aus heiß gemachten Kartoffeln. Und wenn Sie dann sehen, da gibt es wunderschöne tatsächliche Studien, dass Acrylamid als Einzelsubstrat wirklich Krebs auslösen kann. Aber da haben Sie sich da nicht so richtig rangetraut, weil keine Kartoffeln essen, das wird schwierig. Gut. Weitere Fragen? Kommentare. Jetzt muss ich etwas machen, was ich hoffentlich richtig mache, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Gut, okay. Ich muss noch eine Folie zeigen. So. Wir kommen zum dritten Teil. Und wen wundert's, dass auf dieser Folie 3 Köpfe drauf sind, die Sie alle kennen? Oder? Und Sie wird es was dazu sagen? Gerne. Saskia, bitte. So, jetzt haben wir die ganzen biologischen, physiologischen Grundlagen geklärt. Wir haben noch ein bisschen was über Ernährung erfahren.
Aber trotzdem ist ja die Dame in Gelb, die wir da nicht absichtlich hingesetzt haben, aber es ist eine sehr schöne Hilfe. Und auch der Herr ebenfalls in Gelb waren sich ja jetzt nicht so ganz sicher, was bedeutet das für uns im Alltag? Ne? Wie vielleicht setze ich oder strukturiere ich meinen Teller? Was muss ich vielleicht essen? Was kann ich weglassen? Wie sieht das mit den Nährstoffen aus? Ne? Wie kann ich vielleicht gucken, dass ich ein bisschen Energie reduziere? Bisschen weniger Makronährstoffe, aber trotzdem eben mit allem anderen Wichtigen, ich habe das ja die Baustoffe genannt, versorgt bin. Und jetzt haben wir uns hier ein Beispiel überlegt, das werde ich mit der Hanna zusammen vorstellen. Und es wurde ja vorhin schon angedroht und Sie haben auch alle abgenickt, wir machen das interaktiv. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich kann Ihnen vertrauen und wenn ich Sie gleich mal frage, dann machen Sie auch nicht auch mit. Und wenn keiner mitmacht, dann machen wir das über Handzeichen, schauen wir mal. Ist das okay? Sehr schön. Also, wir haben den Michael. Der Michael ist 41 Jahre. Und der Michael, der kennt seinen Bedarf. Das habe ich hier mal so aufgezeichnet. Der Michael, der hat einen Bedarf an Energie. Das ist sozusagen der Kasten. Das sind seine Makronährstoffe, Eiweiße, Proteine und Fette. Das weiß der, ne? Denn er macht schon eine ganze Weile Sport. Wir wissen ja, der Michael hat auch sehr, sehr viele gute Berater. Der weiß ganz genau, wie er sich seinen Teller zusammenstellt, um mit allem versorgt zu sein. Jetzt hat der Michael aber natürlich auch Verwandtschaft. Einmal sein Vater, den Job. Ja, der ist 73 Jahre alt. Und dann hat der Michael noch einen Sohn, den Thomas. Der ist 15 Jahre alt. Der Michael hat gesagt, es ist Sonntag, wir machen jetzt mal schön zusammen ein Familienmittagessen. Und was hat er gekocht? Und jetzt müssen wir mal umstecken. Der Michael hat sich gedacht, okay, man geht in den Supermarkt, es gibt heute Brokkoli mit Fisch, Kartoffeln, zum Nachtisch gibt es ein bisschen Vanillepudding und Erdbeeren. Na, jetzt hatten wir ja vorhin schon mal die Aussage von Herrn Steele, wir wollen ja nicht verzichten. Na, einfach zu sagen, oh, der Jupp, der bekommt keinen Pudding, das wäre ein bisschen unfair. Na, das will der Jupp vielleicht auch nicht. Aber die Frage ist, wie richte ich jetzt vom Verhältnis meine Teller an? Ja, wie setze ich Brokkoli, Fisch und Kartoffeln auf dem Teller? Wie richte ich das an? Wie viel davon? In welchem Verhältnis? Für den Sohn, den Großvater, genauso auch der Nachtisch, der Pudding und die Erdbeeren. Solange das hier noch ein bisschen dauert, können wir ja schon mal uns ein bisschen fortbilden, damit Sie mir dann auch sagen können, wie wir die Teller anrichten und wie die Hanna das machen kann. Wir haben jetzt den Michael, 41, hat glaube ich jeder gesehen, ne? Das ist sein Bedarf. Hier haben wir 5 Reihen, A5 Kugeln, Mikronährstoffe. So, jetzt kommt der Thomas. Der Thomas ist 15. Der Thomas ist noch im Wachstum. Ich habe das hier mal vorgezeichnet. Der Block ist genauso groß wie beim Papa. Was würden Sie sagen von der Energie, Makronährstoffe? Braucht der Thomas mit seinen 15 Jahren mehr oder weniger oder gleich viel als der Vater? Gleich viel? Der junge Mann ist ja im Wachstum. Haben Sie einen Sohn? Sogar eine Tochter? Haben Sie mal gesehen, was Jugendliche so in sich reinschaufeln, wenn die wachsen? Okay, manche kennen das. Ja, also, zeig das an. Wir machen mal so, wir sagen mal, wer glaubt, der Thomas braucht ein bisschen mehr Energie? Das sieht gut aus. Gut. Also sagen wir mal, Thomas kriegt erstmal ein bisschen mehr Energie. Dann hatten wir ja hier 5 Reihen. Mikronährstoffe. Was glauben Sie, braucht der Thomas auch mehr Mikronährstoffe oder braucht er einfach nur mehr Energie? Der ist ja im Wachstum. Wer würde sagen, der Thomas könnte vielleicht auch ein bisschen mehr von den ganzen Vitaminen und Mineralstoffen und Pflanzenstoffen gebrauchen? Wer ist absolut dagegen? Die sind leider überstimmt. Also, wir sagen, der Thomas, der braucht ein bisschen mehr Energie. Ja, ein bisschen mehr Makronährstoffe, Eiweiße, Fette und Zucker, aber auch mehr Mikronährstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Ja, so. Jetzt können wir, falls wir es gleich haben. Okay, ja, also, wir warten, glaube ich. Worauf? Sollen wir den Jupp nochmal machen vorher? Fangen wir mit Jupp schon mal an. So. Jupp ist jetzt 73 Jahre, der ist nicht mehr im Wachstum. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, der schrumpft vielleicht sogar noch ein bisschen. Von der Energie, Zucker, Eiweiße,
Fette, was würden Sie sagen, braucht der mehr wie der Sohn, gleich viel wie der Papa oder vielleicht sogar ein bisschen weniger? Weniger. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich nehme mir ein bisschen was weg. Und jetzt wird es interessant. Braucht der Papa denn auch weniger Nährstoffe, nur weil er älter ist? Nein. Na, der braucht ja trotzdem genügend Kalzium für seine Knochen zum Beispiel. Nährstoffe braucht er gleich viel. Das heißt, immer noch 5 Reihen. Starte mal den Computer. Kommen wir gleich zu. So, also der braucht mehr oder der braucht gleich viele Mikronährstoffe, aber eben weniger Makronährstoffe, weniger Energie. Das bedeutet, die Dichte seiner Mikronährstoffe steigt. Er hat einen höheren Anspruch an die Mikronährstoffdichte. Und so muss man das, wenn man dann die Teller zusammenstellen möchte, auch wählen. Das heißt, ausgehend vom Vater, wir haben den Teller mal vorbereitet, braucht der Sohn mit seinen 15 Jahren mehr energieliefernde Nährstoffe, aber eben auch Lebensmittel, aber auch Lebensmittel, die natürlich trotzdem die Mikronährstoffe enthalten. Der Vater hingegen, da müssen wir gucken, dass wir die Energie reduzieren. Ja, wir können aber trotzdem nicht einfach sagen FDH, ne, wenn wir einfach dann alles halbieren auf dem Teller, halbieren wir ja auch die Mikronährstoffe. Genau, und das wollen wir jetzt gerne auf Lebensmittelebene ein bisschen umsetzen. Da wir ja technische Probleme haben, beschreibe ich Ihnen einfach mal kurz, was wir auf dem Teller haben. Wir haben Kartoffeln, wir haben Brokkoli und ein Stück Lachs. Das haben wir für den Vater schon vorbereitet. Das sieht ungefähr von der Menge her so aus. Ich hoffe, Sie können das jetzt ein bisschen nachvollziehen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir versuchen, diesen Teller für den Vater und für den Sohn zu adaptieren, dass eben die Nährstoff- und die Energiedichte jeweils angepasst wird. Wir können jetzt einmal mit der ersten Lebensmittelgruppe anfangen. Wenn wir versuchen wollen, die Energie zu erhöhen für den Sohn, welche Lebensmittel würden Sie im Hinblick auf die Energie dann steigern, wenn wir Kartoffeln, Brokkoli und Fisch vor uns haben? Genau. Sie können das jetzt schlecht sehen, aber ich nehme jetzt einfach mehr Kartoffeln für den Sohn als für den Vater. Dann haben wir die Energie schon mal ein bisschen erhöht. Wie sieht es mit den anderen Komponenten der Mahlzeit aus? Erhöhe ich die auch oder bleiben die gleich oder reduziere ich die? Alles hoch? Okay. Ja, das wäre cool. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Brokkoli dazu, der viele Nährstoffe enthält. Das heißt, meine Nährstoffmenge steigt auch gleichzeitig im Vergleich zum Vater. Das Gleiche würde ich natürlich auch beim Fisch tun. Das heißt, der Sohn bekommt 2 Stücke Fisch und der Vater bekommt nur 1. Ich packe das jetzt nicht aus, weil Sie können es ja nicht sehen. Okay, das heißt, der Sohn hat sein Gericht vor sich fertig und wäre damit auch wahrscheinlich satt und zufrieden. Dann wollen wir zum Job übergehen. Job ist ja ein bisschen älter. Wir haben ja gerade gelernt, die Energie, die er benötigt, sinkt, während die Nährstoffe, die er benötigt, gleich bleiben. An welcher Lebensmittelgruppe würden wir jetzt etwas verändern im Vergleich zum Vater? Hat da jemand eine Idee? Genau, ich höre gerade Kartoffeln weg. Wir haben gehört, der Jupp soll nicht auf irgendwas verzichten, was der Vater oder der Sohn bekommt. Das heißt, wir reduzieren die Kartoffeln einfach ein bisschen. Vielleicht ein kleiner Einwand, ich habe jetzt 2-mal Eiweiß gehört, das stimmt, na, aber dadurch, dass wir ja erstmal nur an den Kartoffeln rumspielen, verändern wir das, die Eiweißmenge erstmal nicht. Na, wir haben jetzt erstmal nur die Energie reduziert, ja, haben aber, weil wir immer noch derselben Menge Fisch, immer noch genauso viel Eiweiß, haben demnach aber eine höhere Eiweißdichte. Ja, das ist wichtig zu beachten. Also der hat dann schon dementsprechend, wenn wir weniger Kartoffeln draufpacken, mehr Eiweiß. Okay, dann gehen wir zum Gemüse über. Wie wäre da Ihre Empfehlung für Jupp? Ich höre mehr.
Genau, gleich viel. Der Job ist ja ein älterer Mann. Im Alter fällt das Essen manchmal ein bisschen schwerer aufgrund von verschiedenen Faktoren. Und da wäre es für ihn ein bisschen anstrengend, eine größere Menge als der Vater zu essen. Da wir aber ja die Energie schon reduziert haben, behalten wir quasi die Brokkolimenge bei und erhöhen damit trotzdem die Nährstoffdichte, weil die Energie ja eben sinkt. Das heißt, dass der Teller ist trotzdem nährstoffreicher als vorher. Genau, und Sie haben ja Protein schon angesprochen, das behalten wir einfach bei, weil durch die Energie, die verringert wurde, wie gesagt, auch die Nährstoffdichte steigt und das Stück Fisch kann bleiben. Jetzt kommen wir natürlich noch zum schönen Teil der Mahlzeit, dem Nachtisch. Wir haben Vanillepudding und Erdbeeren. Wie würde das für den Sohn und für den Großvater jeweils ausschauen? Wir haben ja gesagt, wir wollen nichts verbieten, das heißt, der Pudding bleibt trotzdem dabei. Genau, also erstmal kriegt jeder einen Pudding und der Sohn bekommt sogar zwei, weil er, wie gesagt, einen höheren Energiebedarf hat als die anderen beiden. Und die Erdbeeren würden wir beim Sohn auch erhöhen und beim Großvater auch gleich behalten, damit er auch eben noch mehr Mikronährstoffe und Vitamine zu sich nimmt, dadurch, dass er eben als Nachtisch auch Erdbeeren bekommt. Genau, das war von unserer Seite halt mal so ein alltagstaugliches Beispiel, ne, dass man eben nicht gucken muss, dass man vielleicht den Großeltern was anderes auf den Tisch stellt, sondern man kann mit ein und derselben Mahlzeit anders angerichtet oder anders vom Verhältnis angerichtet auf dem Teller, kann man eben alle Altersklassen abdecken, ohne dass man schauen muss, dass man für jeden etwas ganz anderes auf den Tisch bringt. Das wollten wir damit gerne zeigen, denn das ist ja gerade besonders wichtig, dass man trotzdem auch in verschiedenen Generationen gemeinsam am Tisch ein gemeinsames Mahl einnehmen kann. Schönes Blau. Ja, Hanna, Saskia, herzlichen Dank. Es wäre mal ein Applaus wert, dass es auch ohne Technik funktioniert hat. Das haben wir bestimmt genau vor Beginn der Veranstaltung getestet und es ging alles. Wahrscheinlich hätte ich meine Finger da nicht drauf machen sollen. Auf jeden Fall haben Sie es halt ohne Bilder gesehen. Was wollten wir sagen? In einem einfachen Beispiel, wir können hier natürlich in anderthalb Stunden auch nicht alles abdecken, aber Sie sehen, wir haben, ja, man kann ja hier drüber noch diskutieren, das sind alles drei Fußballer, das ist ja auch klar, oder? Hat ja jeder begriffen. Und das Bild von Thomas Müller ist wirklich ein Bild, aus wo er 15 war. Also insofern stimmt es schon. Ich meine, er ist jetzt nicht mehr 15. Und Michael Ballack ist ja nicht mehr aktiv, macht aber immer noch tolle Bemerkungen zu gewissen Dingen, wird wahrscheinlich auch noch vernünftig sich ernähren. Und Jupp Heynckes, den haben Sie schon über Jahre jetzt nochmal live erlebt, jeweils bei dem, der sportbegeistert ist, hat es ja gesehen. Also wir haben versucht, es darzustellen. Sie können wirklich den wichtigsten Punkt aus meiner Sicht, Energiezufuhr gut kontrollieren, gut managen, auch in einem Familienessen. Wenn es eine Mahlzeitart gibt, können Sie es natürlich steuern. Wir haben auch versucht zu zeigen, wo die wichtigen Punkte sind. Das eine ist die Energiedichte, ganz, ganz wichtig. Wie viel Energie liefert eine Portion, ein Lebensmittel per 100 Gramm oder irgendwie berechnet, bezogen auf eine Größe und was muss ich dabei beachten, wenn ich von dem dann viel esse, wenn es eine hohe Energiedichte ist, viel Energie pro geringer Portionsgröße, dann sollte man das natürlich nicht so häufig verzehren. Man muss zumindest aufpassen, dass man da nicht überdosiert an Energie. Und wir haben den Begriff Nährstoffdichte erklärt, Saskia hat es sehr schön gemacht. Es ist so, dass die Nährstoffe, die wir brauchen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, was ja heute sehr intensiv diskutiert wird und auch draußen als Nahrungsergänzungsmittel sehr viel verkauft wird. Das sind Dinge, vor allen Dingen die Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, die wir im Prinzip kontinuierlich in unserem Leben brauchen. Und deswegen muss man natürlich achten, wenn man dann weniger Energie umsetzt, weniger Energie zu sich nehmen darf, damit man nicht übergewichtig wird,
dann muss man die Lebensmittel noch höherwertiger auswählen. Das ist wichtig zu wissen. Sie müssen dann eben die Gemüse, die wir gerade gesehen haben, auf dem Teller erhöhen und dafür Energieträger, die jetzt nicht so viele Inhaltsstoffe haben, außer Energie, letztendlich reduzieren. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie automatisch übergewichtig. Das ist so. Deswegen, da viele das nicht tun, haben Sie das Bild gesehen am Anfang. Und dann steht in der Zeitung, 80% der Deutschen sind übergewichtig bzw. adipös. Und dann wird groß auf die Tränendrüse gedrückt. Und dann wird gesagt, das kostet uns wie viele Milliarden, diese Leute zu behandeln. Es ist einfach, es ist relativ einfach, man kann das selbst gestalten. So, also es tut mir leid, dass es mit den schönen Kameras nicht funktioniert. Also aufnehmen tut das Ding, hat mir der Techniker gesagt. Also es gibt es nachher zur Verfügung, wenn man es dann ins Netz stellt, dann kann man das angucken, was wir gemacht haben. Aber der Übertragung von der Kamera dann zu diesem Video hat irgendwie nicht funktioniert. I don't know. So, jetzt dürfen Sie natürlich noch weiter Fragen stellen. Wir haben jetzt 1,5 Stunden vorbei. Wir haben noch ein bisschen Puffer. Das heißt, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, alle möglichen Fragen, die Sie haben, nicht nur bezogen auf das, was wir heute gemacht haben. Wir sind natürlich auch ganz gerne bereit, dann auf andere Dinge noch zu antworten, wenn Sie das wollen. Ja, ich habe da noch ein paar Fragen. Können Sie etwas zu Ballaststoffen sagen und zu dem beliebten Müsli, das morgens immer gerne gegessen wird, und ob man eher 3 Mahlzeiten essen soll oder 5 Mahlzeiten am Tag? Ballaststoffe / Nahrungsfasern. Die Engländer benutzen den Begriff Dietary Fiber. Ja, also die nehmen das Fatty Faser, so wie die Kuh eben die Zellulose ist auf der Wiese. So nennen die das Dietary Fiber. Wir haben es früher Ballaststoffe genannt, was eigentlich schon per se ein komischer Name ist, finde ich. Warum soll ich eigentlich Ballast essen? Und wir haben es dann auch umgestellt, zumindest bei uns, und sagen dann Nahrungsfasern dazu. Da kann ich Ihnen sagen, das ist natürlich ein spezifischer Nährstoff, da kann man allein 2 Stunden füllen, darüber zu reden. Der ist ja da drin, in den Bereichen der Pflanze hauptsächlich und den Vollkornprodukten, da haben Sie die Ballaststoffe. Und als Erwachsener sollen Sie ca. 30 Gramm am Tag zu sich nehmen. Wenn Sie keine Vollkornprodukte essen und wenig Gemüse, schaffen Sie das nicht. Punkt. Wenn Sie, warum macht man das? Nahrungsfasern haben verschiedene Aufgaben. Da gibt es sehr schöne wissenschaftliche Arbeiten. Da wurden auch Studien gemacht, in denen interveniert wurde, also tatsächlich Ballaststoffe gegeben. Und dann kann man einige Merkmale auch kurzfristig messen. Ansonsten ist Ernährung ja immer eine langfristige Geschichte. Sie werden ja nie Studien sehen, die vergleichen Mischkost gegenüber Vegetarismus, weil man die nicht durchführen kann, ganz einfach. Weil man da jahrelang warten muss, bis sich irgendwas entwickelt, theoretisch. Und diese Studien kann man nicht machen. Bei Ballaststoffen gibt es so kurzfristige Zahlen und dann kann man sagen, dass wenn Sie diese Menge an Ballaststoffe essen, dann essen Sie weniger, weil die Verweilzeit Ihrer Nahrung im Prinzip im Magen länger ist, weil die Ballaststoffe da ja wirken als Bremse. Im Darm dann auch genau das Gegenteil, da führen Sie dazu, dass es schneller durch den Darm durchgeht. Letztendlich also Verhinderung von zu viel Essen mit Hilfe von Ballaststoffen. Dann können Ballaststoffe beeinflussen den Glukosespiegel. Die Allgemeinheit sagt Blutzucker, aber es ist ja genauer gesagt Glukose, weil einfach die Verwertung aus dem Darm langsamer geht durch diese Ballaststoffe und damit steigt der Blutglukosespiegel nicht so schnell und nicht so rapide an. Es gibt auch Einflüsse auf den Fettstoffwechsel, das heißt gewisse Fettspiegel im Blut, Lipidspiegel sind im Vergleich zu einer Ernährung, die ohne Ballaststoffe läuft, deutlich reduziert. Wenn Sie Ballaststoffe nehmen, dann nehmen Sie auch bestimmte Lebensmittel. Es ist ja nie ein Nährstoff alleine, die wir zu uns nehmen. Wir gehen ja nicht in den Drogeriemarkt und kaufen uns einzeln jedes Vitamin oder irgend sowas, sondern wir essen ja Lebensmittel. Wenn Sie Lebensmittel mit viel Ballaststoffen essen, dann haben Sie automatisch zum Beispiel Vollkorn, natürlich andere Inhaltsstoffe, die genauso wichtig und wertvoll sind. Das heißt, Sie verändern Ihre gesamte Zufuhr. Und das führt dann dazu, dass letztendlich gewisse Krankheiten durch eine ausreichende Ballaststoffzufuhr im Risiko vermindert werden. Chronische Krankheiten.
das kriegen sie hin. Mit Vollkornprodukten und Gemüse kriegen sie es hin. Wenn es dann nur 25 Gramm sind, wir sind jetzt nicht so streng und sagen, sie müssen jetzt genau 30,00 haben. Aber die Idee ist wichtig. Und die Idee wird dadurch auch vermittelt, dass man eben ballaststoffreich essen soll. Und damit haben sie halt gewisse Lebensmittel im Visier. Das geht ja nicht nur allein um den Ballaststoff oder die Nahrungsfaser. Ja. Ich finde, es ist ein Problem zwischen Theorie und Praxis. Das zu wissen, das kann man erlernen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen wissen, wie es vernünftig wäre, sich optimal zu ernähren. Nur das dann umzusetzen, ich finde, das ist das Allerschwerste. Wenn ich hungrig durch die Stadt gehe, dann gehe ich zum Bäcker und kaufe mir das Rosinenbrötchen, obwohl wahrscheinlich der Möhrensalat günstiger wäre. Erstens kriege ich den gar nicht in der Stadt. Und zweitens finde ich, also ich finde es einfach schwierig, es im Alltag umzusetzen und das so zu realisieren. Wie kann man sich selber oder auch denen helfen, die das da den Rat suchen? Weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Natürlich, wir leben unser Leben. Wir entscheiden in vielen Bereichen, was wir tun. Kaufen wir ein Auto oder ein Fahrrad? Machen wir das oder das? Gehen wir essen in das Lokal oder in das Lokal? Gehen wir in den Supermarkt oder gehen wir in den Bioladen oder gehen wir sonst irgendwo hin? Das ist sicherlich eine eigene Entscheidung. Und das Einzige, was wir da machen können, von unserer Wissenschaft her, ist tatsächlich, sie irgendwie zu überzeugen, durch Zahlen, durch Bildchen, durch irgendetwas ihnen zu helfen. Aber sie müssen es letztendlich selber entscheiden. Und dass es schwierig ist, das habe ich ja vorher schon mit dem Beispiel der Orangensäfte gesagt im Supermarkt. Ja. Und dass man nicht weiß, welche man nehmen soll. Die amerikanischen gehen jetzt ja weg, dann wird es einfacher. Ja. Dann ist es schon eine Einschränkung. Dass es schwierig ist, wissen wir. Aber wir können außer aufklären, Hilfe machen, Kinder ausbilden, also Kinder lernen über Ernährung, und so weiter. Wir sind natürlich nicht die Leute, die Werbung machen können für bestimmte Produkte. Definitiv nicht. Weil wir können uns natürlich hier jetzt den Thomas Müller nehmen und draufschreiben, der isst nur nach Lebensmittelpyramide oder sowas. Ich meine, das machen wir nicht, können wir auch nicht. Deswegen ist es extrem schwierig. Ich weiß es. Aber ich möchte Ihnen auch das Vertrauen vermitteln, dass wenn Sie eine gewisse Regel einhalten, Sie auch durchaus mal eine Currywurst mit Fritten essen. Mache ich auch. Die gibt's da drüben. Ja? Warum nicht? Aber Sie müssen einfach gucken, dass Sie vielseitig essen, dass Sie abwechslungsreich essen, dass Sie eben nicht immer zum Italiener gehen, sondern vielleicht auch mal zum Spanier, gut, so groß ist der Unterschied ist nicht, oder zum Türken oder zum Araber, ja, und essen dann mal was anderes. Oder Sie gehen mal in einen anderen Laden, kaufen in einen anderen Laden ein. Ich meine, das kann man alles machen. Bei uns gibt es nachweislich bis zu 200.000 Lebensmittel in der Auswahl. Und das ist natürlich für einen einzelnen Menschen ein riesiges Problem. Aber wenn Sie Interesse an Nachhaltigkeit haben, jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was wir hier eigentlich präsentieren in diesem Quartal, dann wollen Sie auch für sich nachhaltig sein, dann müssen Sie auf Ihr Gewicht achten und gucken, dass Sie abwechslungsreich essen. That's it. Und da können wir, glaube ich, da können wir wieder nur durch Verbote etwas machen oder so. Aber das ist irgendwo Quatsch. Und diese Unsicherheit der Verbraucher, warum auch immer die besteht, ja, die wird natürlich von all diesen Menschen genutzt, die Bücher schreiben über neue Diäten und die dann irgendwelche Lebensmittel vorgeben, ja, damit die ganze Auswahl nicht mehr dem Menschen überlassen wird. Aber das ist nicht, zumindest nicht meine persönliche Philosophie. Hier oder da, dahin zuerst und dann in der Mitte. Ich habe eine Frage, Kohlehydrate am Abend, das wäre die erste Frage und die zweite Frage wäre, desto später man isst oder dann noch warm ist, dass das auch ungesund sein soll, da hält sich immer wie immer hartnäckig so ein Gerücht. Es halten sich dutzende Gerüchte, vor allen Dingen hält sich immer diese Formulierung, dass ein Lebensmittel oder eine Art von Leben gesund oder ungesund ist. Streichen Sie das aus Ihrem Repertoire. Ein Lebensmittel und eine Ernährungsform kann nicht gesund oder ungesund sein. Die kann ernährungsphysiologisch günstig sein, für das Individuum gut oder schlechter, aber nicht ungesund. Zwar zu den Fragen, Kohlen und auch nicht gesund. Ja. Kohlenhydrate am Abend. Es gibt Untersuchungen,
die durchgeführt wurden in folgender Art, dass die Menschen abends ihre Kohlenhydratmahlzeit gegessen haben. Dann wurde am nächsten Tag geguckt, wie viel Energie hat der Mensch aufgenommen, wie verteilt sich, wie ist es mit den Blutspiegeln, die dann entstehen. Und dann hat man einen Vergleich gehabt zu Gruppen, die eben keine Kohlenhydrate essen und die Energie in Form von Fett oder Eiweiß gegessen haben, weil sie müssen ja zumindest die gleiche Energiemenge essen. Und dann wird gezeigt, okay, die Glukosespiegel laufen ein bisschen anders ab, das ist jetzt auch kein Wunder, aber letztendlich, wenn man das über lange Zeit beobachtet, wenn man es kurzfristig beobachtet, sieht es so aus, als wenn ich abends keine Kohlenhydrate esse, oder keine ist auch so eine Sache, wenig oder keine, dann esse ich vielleicht am nächsten Tag eher weniger als mehr im Vergleich zur Kontrolle. Wenn Sie es über längere Zeit betrachten, dann spielt es keine Rolle. Also längere Zeit bedeutet eine Woche, zwei Wochen, das wird sich irgendwo ausgleichen. Also so richtig klar ist es nicht, man kann das tun, aber es ist kein Muss, um sich jetzt besondererweise gesund zu erhalten. Also es ist eine Idee, es gibt die Medizin, sagt es manchmal, gerade wegen den Glukosespiegeln, dass sie dann besser kontrolliert sind. Aber so richtig harte Daten dafür gibt es nicht. Und was war das Zweite? Warmes Essen. Spät warm ist. Also bei uns kommt es schon mal vor, dass um 21 Uhr oder 21.30 Uhr erst Abendessen. Spanier essen nachts um 12. Immer. Weil es sonst zu warm ist. Also draußen, nicht die Mahlzeit. Also wie man die Energiemenge am Tag verteilt, ist dann also eigentlich egal. Das interessiert den Körper nicht. Der Körper nimmt Energie auf, und zwar zur Tages- und Nachtzeit. Stellen Sie sich mal vor, unser Körper würde nicht 24 Stunden funktionieren. Wir hätten dann ganz klare Regeln zur Arbeit. Es gäbe keine Nachtarbeit, keine Tagarbeit. Es müsste alles genau fixiert werden. Never. Der Vorteil des Menschen ist, dass er alles essen kann und zu jeder Tages- und Nachtzeit das verwerten kann. Ob das kalt oder warm ist, spielt auch definitiv keine Rolle. Es ist so, dass abends kalt essen, ich komme ja aus dem süddeutschen Raum, wenn abends warm gegessen wird, Vespern oder so, dann ist es so, dass meistens diese Lebensmittel, die dann ausgesucht werden, energiereicher sind, fettreicher sind als eine warme Mahlzeit. Das kann passieren. Also das ist wieder die Frage, was stelle ich mir da zusammen? Danke. Ja, eigentlich haben Sie jetzt die Frage schon beantwortet. Ich wollte was Ähnliches fragen. Verteilung der Lebensmittel auf 3 oder 5 Mahlzeiten am Tag, das spielt auch keine Rolle. Oder ja. Ein Unterschied. Das ist da kann man eine Geschichte drüber schreiben. Die DGE hat angefangen damals mit diesen, Sie erinnern sich vielleicht, 3 Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten. Das war die Philosophie. Warum? Weil wir gesagt haben, es gibt ein gewisses Risiko. Ein Mensch kriegt keine Diabetes, aber hat vielleicht eine Glukoseintoleranz, verträgt die Kohlenhydrate nicht mehr so gut. Also wir möchten nicht so Spitzenenergiezufuhren haben, also nicht dann 3 Mahlzeiten 2.500-3.000 Kilokalorien zusammen, sondern wir möchten sie ein bisschen verteilen. Das kommt aus der Diabetologie, damit die Blutglukosespiegel irgendwo immer so im gleichen Bereich liegen. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt ja dieses Frühstück morgens, alle sitzen zusammen am Tisch, dann kommen die Kinder aus der Schule und sie machen Mittagessen. Dann nehmen die Eltern und die Schüler nehmen noch ein Speisebrot, ein Brot mit in so einer irgendeiner Dose, ja, und dann kommen sie zum Mittagessen, dann gehen sie wieder weg, dann spielen sie, dann kriegen die Kinder irgendwas mittags, Apfel oder irgend sowas, und abends wird dann wieder zusammen gegessen. Das war eine tolle Familie. Was gibt's davon noch? Nichts. Nichts. Es ist so, dass unsere Philosophie mit den 5 Mahlzeiten jetzt in der Zwischenzeit total falsch übersetzt wird. In der Zwischenzeit sind die Zwischenmahlzeiten genauso groß wie die Hauptmahlzeiten. Oder es sind noch mehr, aber die Energie steigt dann immer an, weil man läuft da überall rum und sagt, Mama, ich möchte das mal essen. Und, so. Ja, und dann funktioniert es. Und deswegen haben wir ernsthaft, und es ist wirklich ernsthaft, darüber nachgedacht, ob wir diese durchaus sinnige Philosophie von damals ändern und nur noch 4 Mahlzeiten vorgeben. Und nicht mehr von Hauptmahlzeiten reden. Weil die verstehen, das wird nicht mehr gemacht. Eine Zwischenmahlzeit ist heute energetisch genauso groß wie eine Hauptmahlzeit, wenn man Pech hat. Und da gibt es ja auch so und so viele Leute, die essen morgens generell nichts, weil das bekommt mir nicht. Also, klar, wenn jemand nur Kaffee trinkt morgens, okay, dann ist natürlich die Zeit, wo er nichts isst. Wenn er abends das letzte Mal speist und dann bis mittags nichts isst,
ist natürlich relativ lang. Und das war damals, als wir das eingeführt haben mit den Zwischenmahlzeiten, im Prinzip genau das, was wir nicht wollten. Und heute machen das alle, manche freiwillig. Ja? Und dann hauen sie halt so richtig rein, meistens abends, dann tun sie nichts mehr. Das heißt, der Körper braucht nicht aktuell, wenn er um 12, um 8 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr isst, braucht er keine Energie mehr in der Regel. Dann wird noch das Übliche gemacht, was man so abends tut, vorm Fernseher sitzen. Und vielleicht nimmt man dann auch noch was getränklich zu sich oder andere Dinge. Und dann kriegt der Körper in einer relativ kurzen Zeiteinheit viel Energie, die er nicht gleich umsetzt. Ja? Und was passiert dann? Was muss er damit machen? Er muss das irgendwo hintun. Wenn er am nächsten Tag dann nichts isst, dann versucht er es wieder zurückzuholen aus dem Speicher. Deswegen die Gesamtenergiebilanz wird ein bisschen beeinflusst, aber nicht richtig. Aber das ist im Prinzip nicht gewünscht. Wir wollten immer so eine irgendwo eine gleichbleibende und keine Spitzenzufuhr haben. Aber es ist sehr, sehr schwierig, da wissenschaftliche Daten zu liefern. Ist ja klar. Wie soll man denn das machen? Spielt die Kombination von Nahrungsmitteln eine Rolle? Stichwort Trennkost, also dass der Körper unterschiedlich reagiert, welche Komponenten man ihm in welcher Mischung zuführt? Der Körper ist grundsätzlich in der Lage, alle drei Hauptnährstoffe, die wir definiert haben, also Protein, Kohlenhydrate und Fette, Lipide, gleichzeitig zu verwerten. Da gibt es keine Einschränkungen. Die Trennkost ist aus anderen Gründen eine gute Idee gewesen, weil jeder, der Trennkost betreibt, muss automatisch wissen, was in den Lebensmitteln drin ist. Und zu einer bestimmten Zeit, 1950er, 1960er Jahre, war das im Prinzip ein erster Schritt, den Leuten beizubringen, wie Lebensmittel zusammengesetzt sind. Weil wenn er das und das nicht gemeinsam essen darf, dann muss er ja wissen, was in dem Lebensmittel drin ist. Und das muss er lernen. Das war damals nicht so unbedingt bekannt. Und das führt zu einer gewissen Kontrolle. Und was man immer bei diesen Diäten festgestellt hat, wie Trennkost, im ersten halben Jahr haben die im Vergleich zum Vorfeld, wo sie sich anders ernährt haben, immer weniger Energie zu sich genommen, weil sie es einfach kontrolliert haben. Aber das geht nur eine bestimmte Zeit. Da gibt es schöne Studien, da gehen solche Diäten, egal welche, Atkins oder andere, die gehen dann über ein Jahr, wenn man nur die Energiezufuhr betrachtet, geht es runter und dann später, dann gleicht sich das irgendwann mal wieder an. Also machen kann man das, aber ich wollte nur eher zuerst zu dieser Warmabendmahlzeit und auch Kalabzeit also vielleicht sagen. Und ich komme ursprünglich aus China und in China, wir essen dreimal warm. Das heißt Frühstück, Mittag und Abendessen, alles warm. Deswegen für mich war am Anfang, als ich nach Deutschland kam, war wirklich sehr, sehr schwer für mich und abends und dieser Abendsbrot und nur kalt gegessen. Und, aber ich glaube, wie der Professor sagt, und das ist unser Körper ist egal, ob das warm oder kalt ist. Und mittlerweile finde ich, also habe ich auch das akzeptiert und könnte ich auch beide essen. Aber ich wollte nur sagen, dass wirklich es im asiatischen Raum, dass wirklich jeden Tag drei Mahlzeiten alle nur warm gegessen. Und ich wollte mal noch, ich fand noch, der Vortrag heute ist interessant. Und nur ich wusste nicht, dass der Ausgangspunkt des Vortrags ist ihr Energiebedarf unseres Körpers. Und ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, weil ich denke, unser Mensch besteht nicht nur aus Fleisch und Blut. Und so wie das Sprichwort sagt, du bist, was du isst. Und aus meiner eigenen Erfahrung und vor 3 Jahren, ich habe meine Ernährung umgestellt und vor 3 Jahren, ich habe Fleisch verzichtet und Fisch verzichtet und auch Eier verzichtet. Und grundsätzlich dann ernähre ich als Vegetarier oder Vegetarier Plus. Seit dieser Ernährungsumstellung, ich merkte enorm oder große Auswirkungen auf mich und das sehr positive Entwicklung bei mir gewirkt hat und auch passiert. Und dann
das hat mich auch zum Gedanken gebracht und dass wie wichtig eigentlich unsere Ernährung auf uns wirkt und auch nicht nur uns, auf unsere Gesundheit, unser Körper, sondern auch unser psychischer Zustand. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch, also vielleicht momentan gibt es sehr wenige Forschung oder Forschungen und darüber zu analysieren und was wirklich unsere Ernährung und auf unsere Gemeinsamkeit als Mensch und wirkt und nicht nur dieser Körperbedarf oder Energiebedarf. Danke. Ja, natürlich, das ist nicht unser Arbeitsgebiet, wir sind keine Ernährungspsychologen. Wir können auch das Ernährungsverhalten, das untersuchen wir an unserer Einrichtung nicht selbst, da gibt es andere, die das machen. Ich kann nur eine Story dazu erzählen. Ich wollte, apropos chinesische Medizin, traditionelle chinesische Medizin, ich wollte vor einigen Jahren mal eine vergleichende Studie machen, weil sie sagen, man sollte es mal vergleichen und wissenschaftlich vergleichen. So hätte ich das gemacht. Ja. Ich wollte mal eine vergleichende Studie machen mit der Idee, wie beeinflusse ich den Cholesterolspiegel bei Hypercholesterinämie, also bei einer Überdosis an Cholesterin im Blut, und wie mache ich das mit einer klassischen westlichen Diätetik und wie mache ich es mit der traditionellen chinesischen Medizin. Wir haben einige Zeit mit der damaligen Mitarbeiterin habe ich verbracht und habe versucht, ein Protokoll dafür zu schreiben. Das geht nicht. Sie können diese Arten, diese extremen Unterschiede in der Ernährung, traditionelle chinesische Medizin, Feuer, Wasser und so weiter, was da eine Rolle spielt, mit unseren Regeln, mit unserer Idee einfach nicht vergleichen. Das wäre einfach unfair. Also ist es eine persönliche Erfahrung, die Sie machen, wenn Sie nach Yin und Yang arbeiten, wenn Sie nach traditioneller chinesischer Medizin sich ernähren, mit den verschiedenen Elementen, Feuer, Wasser und so weiter, dann ist es Ihre Erfahrung. Aber wir können das nie wissenschaftlich darstellen. Und wir können jetzt hier auch selbst in so einer Runde, sollten wir nicht dazu übergehen, also wir hier, dass wir unsere persönlichen Erfahrungen darstellen. Ja, das haben Sie das Recht dazu, aber wir müssen ja irgendwo auf einer wissenschaftlichen Basis, unserer wissenschaftlichen Basis arbeiten. Und deswegen ist es immer schwierig, sowas zu sagen. Das ist wirklich so. Also wir haben das wirklich mal versucht, aber schwierig. Dankeschön. Sie haben ja eben dargestellt, dass eines der wesentlichen Ziele ist die möglichst gleichmäßige Verteilung der Nahrungsaufnahme über den Tag. Kann ich daraus schließen, dass Sie von Nahrungsaufnahmen im 2-5-System, also zum Beispiel von 2 Fastentagen in der Woche, nichts halten? Ich muss am 21. Juni diesen Jahres bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin einen Vortrag über intermittierendes Fasten und Fasten halten. Habe dann also aktuell die Literatur irgendwie auch gesichtet. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe mich selbst mit intermittierendem Fasten, für die es nicht wissen, das geht dann so, man hat 2 Tage Fasten, in der Regel 200, 300, 400 Kilokalorien oder gar nichts, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und dann hinterher isst man ad libitum, was das bedeutet, man isst das, was man will. Ja? Nach 3 Tagen geht man wieder zurück auf Fasten. Und dann eben, das nennt man dann intermittierend. Und das machen nicht nur Menschen zum Gewichtsabnahme, das wäre ein Punkt. Nee, das machen die Menschen, weil sie meinen, sich damit besser gesundheitsfördernd zu ernähren. Und da gibt es verschiedene Parameter, die man da misst, Immunsystem, andere Geschichten. Und ich habe so bisher den Eindruck, es gibt ein paar Hinweise, aber es ist sicherlich noch nicht so, dass man sagen kann, wir essen jetzt alle intermittierend, also wir fasten intermittierend und dann geht es uns alle besser. So weit sind wir noch lange nicht. Ich sage im Vergleich, dann immer gesehen, die machen Studien vergleichen zu Fasten, das berühmte Heilfasten. Ja? Gibt es übrigens seit 1930, habe ich dann auch dabei gelernt. Also Buchinger hat da das erste Buch geschrieben, 1930. Und es gibt auch Proteinfasten. Es gibt die ganzen, Sie wissen ja, es gibt so Tabellen auch in diesen Publikationen, glaube ich, 10, 12 verschiedene Spiegelstriche, die religiösen Vorgaben über Fasten, ja, die uns alle getroffen haben oder treffen sollen.
Die gibt es ja auch, da gibt es ja intermittierendes Fasten. Ramadan ist auch intermittierendes Fasten. Das ist ja im Moment, glaube ich, immer noch Ramadan. Und die Zeit ist halt dann im Sommer relativ lang, wo man dann nichts isst. Und dann hinterher ad libitum, wenn es dunkel ist, wird eben gegessen. Da gibt es auch Studien, die versuchen zu belegen oder die zeigen wollen, dass es damit günstiger ist, wenn man das so macht, also auch so intermittierend über einen Tag oder so. Also schwierige Geschichte, aber das ist sehr, im Moment sehr en vogue. Ich kenne auch einige, die das machen in meinem Umfeld, die meinen, ja, es sei eigentlich ganz gut. Was auf jeden Fall dabei rauskommt, ist, dass möglicherweise weniger Energie zugeführt wird. Aber auch weniger Nährstoffe. Ja? Weil eben zwei Tage nichts essen ist nichts essen. Also wenn man sich wirklich daran hält und am nächsten Tag dann so viel essen, dass man die zwei Tage wieder einholt, das geht auch nicht. Also man wird in der Regel weniger Energie zu sich nehmen. Das ist ganz ähnlich wie bei einer Diät, die einem Gesetz folgt wie Trennkost. Ja? So sehe ich das. Ob man da tatsächlich bessere Blutwerte kriegt, ob man weniger Risiko für chronische Krankheiten bekommt, das weiß man nicht. Man macht das ja erst seit einem Jahr. Dann müssen Sie schon 40 Jahre angucken, dann wissen Sie es. Fasten. Haben Sie schon mal gefastet? Richtig, 40 Tage? Früher, katholische Religion, oder? Ich meine, das war wirklich 40 Tage Fasten. Also nichts. Und das haben wir auch ausgehalten. Also die meisten zumindest. Weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann hoffe ich, dass wir alle zusammen ja, hier Ihnen ein bisschen Unterhaltung geboten haben, vielleicht auch ein bisschen ein paar neue Sachen gemacht haben. Wir haben uns konzentriert auf die Dinge, die wir für wichtig hielten, die wir auch in so einem Forum wie hier darstellen können. Und ich hoffe, es hat einigermaßen was bei Ihnen bewegt. Und als erstes möchte ich Sie bitten, dass Sie meinen jungen Wissenschaftlerinnen hier und Jannik mal einen großen Applaus zollen, die das gemacht haben. Es müsste vorkommen und so.